Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar bin ich hier heute mit meinem guten Freund Nico. Vincent ist hinter der Kamera und Mev. Und wir wollen euch heute langweilen mit der Geschichte. Warte, warte, warte. Hast du sowas schon mal gesehen? Alter. Okay, sorry jetzt. Wie ihr sicherlich vielleicht mitbekommen habt, kommt am 27. Unsere 13. Ola Kala Kollektion raus. Und ab da werden wir Dinge anders machen und da haben wir gedacht, das ist ein guter Anlass, um mal vielleicht so zu erklären, wie es eigentlich bis dahin gekommen ist, weil auch diese Insolvenzphase zum Beispiel, das weiß ja auch, weiß ja eigentlich gar keiner, die haben wir nur überwunden, weil aus dem Nichts diese Panic-Kollektion und wir da auch dieses erstmal diesen Restock gemacht haben. Warte, bevor du so direkt einsteigst, ja? Ich würde lieber erstmal sagen, wir geben mal heute einen kurzen Talk, vor allem, weil man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen muss, Tim und ich sind gerade in Social Media sehr, sehr, also man sieht uns kaum noch zusammen Dinge so wirklich tun. Weil unser, ja, Bro, weil du Lifestyle, Alexa chillst. Unser Lifestyle hat sich in andere Richtungen entwickelt. Tim arbeitet jetzt mehr, ich trinke und chill jetzt mehr. So, wir haben uns da einfach einen guten Ausgleich gesucht. Gute Arbeitsteilung. Nee, aber das Ding ist, dadurch, dass wir halt gerade in voll verschiedenen Zweigen arbeiten, so, machen wir auch weniger zusammen. Deswegen haben wir gedacht, es ist mal wieder geil, auch mal ein Gespräch von uns beiden zu haben. Und ich glaube, für viele ist es auch interessant zu sehen, wie sich die Brand Ola Kala überhaupt entwickelt hat und wie die Entwicklung von der Brand jetzt in der nächsten Zeit sein wird. Und da wollen wir einfach mal so einen freischnauzemäßigen Talk, auch mit Vincent in der Camps. Vincent ist auch schon so, so lange mit dabei. Der weiß so viele Sachen, wahrscheinlich mehr als ich sogar. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert, wahrscheinlich also relativ wenige, aber für die ist es vielleicht so ganz interessant, das mal anzuhören, ja. Das heißt, runtergebrochen, wir sprechen mal eigentlich über jede Kollektion auch, oder? So ein paar Behind-the-Scenes-Geschichten. Ja. Bitte, ich freue mich echt drauf, weil ich habe mich gerade auch ein bisschen Flashback. Also das, da, wo du mich gerade unterbrochen hast, war also wieso das auch für mich so ein emotionaler Moment, den wir ja nicht so mit der Community geteilt haben, war, nach dieser insolvenzmäßigen Phase war das ja so, da machen wir dann irgendwann mal anders einen Podcast, wo wir so mehr über uns beide sprechen, aber war das ja so, dass wir sind ja jetzt mittlerweile hier super viele Menschen, jetzt über 40, 42, 45 bald, dass wir eigentlich, wären wir beide gefickt gewesen, wäre diese Panic-Kollektion, die war so, die ist halt krass gelaufen. Und deswegen finde ich es so interessant, das immer so alles aufzuräumen, weil die Leute auch so uns unterstützt haben und wir eigentlich gar nicht in dieser Situation wären, dass ich hier auf diesem schönen Sofa, dass ich Podcast machen kann, dass du den Lifestyle fahren kannst, den du fahren kannst. Dass wir, also ich, klar, wir hätten weiter YouTube gemacht irgendwie, aber wir hätten es nicht in diesem Team gemacht und wir hätten uns auch nicht so entwickelt. Und ich wollte eigentlich anfangen, das war nach dieser oder während dieser Spaziergangphase, haben wir so angefangen, uns ja so für Mode zu interessieren, als Larissa Francis und Kim ins Office gebracht hat. Erinnert ihr euch? Warst du da schon da? Ja. Aber also beim Spazieren war ich jetzt nicht dabei. Aber ja, beim ersten Meeting war ich dabei, ja. Ja? Ja. Da habe ich Protokoll geführt. Ernsthaft? Ja, Mann. Ich wusste nicht mal, wie das geht. Weil Larissa hat ja mit dir sich hingesetzt, weil du dann halt Mode interessiert warst. Hat ja mit dir dann angefangen, diesen Kalender zu machen. Ja, wir haben sogar so ein Book gemacht, wo dann verschiedene Outfits drin waren und so. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war es halt. Also ich fand eigentlich Mode schon immer ganz cool so. Ja. Ich habe mir auch immer gerne so eine neue Jacke geholt, immer möglichst eng, hautanliegend. Aber die waren dann so die Ersten, die gesagt haben, ey, mach das mal nicht so und so. Ich so, okay, chillig, chillig. Dann haben wir mir ein paar Outfits so zusammengesucht, in so ein Buch reingeschrieben. Und dann habe ich wie er was stylt, also wirklich so die Bilder von Nico gemacht und sie die Outfits reingeschrieben. Ey, ich glaube, ich habe dieses Buch letztens gefunden. Das war unten im Keller. Unten im Keller, ja. Ey, das musst du mir unbedingt geben. Ey, ich glaube, das liegt unten da bei Spendi. Ja, ja, das liegt bei Spendi. Ich habe es auch gesehen. Ey, das muss ich mir unbedingt reinziehen, Digga. Jedenfalls, das war so die erste Zeit, wo ich damals auch mich getraut habe, weitere Hosen anzuziehen. Das war für mich immer so ein No-Go. Dann habe ich mich endlich mal überwunden, mal eine breite Hose anzuziehen. War nur Fitness-Trip. Enge Shirts, du hast dieses Armani-Shirt, was du immer getragen hast. Und mal so ein bisschen weitere Oberteile und so. Das war schon so diese erste Zeit, wo man da so mit konfrontiert wurde und so gesagt hat, ja, wenn du jetzt mal in den Bereich reinwachsen willst, dann musst du dir auch ein bisschen was trauen und so. Und ja, das war auf jeden Fall der Beginn davon, wo so diese Faszination dem Thema Mode und sich auch so zu öffnen für andere Sachen so, das hat so damals angefangen eigentlich mit denen. Das hat, das erste, ich weiß, wir waren erster Laden, den wir waren so in Stuttgart in so Läden mit denen, ja, genau. Haben so gesagt, ey, jetzt komm, scheiß drauf, wir nehmen mal Geld mit, lass mal probieren. Nico und ich haben uns übel unwohl gefühlt, weil wir kamen so von dieser übel enge Sachen tragen, Fitnessfilm, dies, das. Und wir haben das so gar nicht erst gecheckt, da war Kim halt übel viel dabei, das ist eine Freundin von uns, die dann halt uns Sachen geholt hat, also davon war auch übel viel Sachen, wo wir so gedacht haben, ey Bro, das würden wir niemals tragen, aber dann war, Anzugshose war so das Erste, was wir angefangen haben, glaube ich, war so, was Anzugshose war ein geiler Bezug, so, weil das irgendwie immer noch so dieses
Gentleman's-mäßige Ding hatte. Ja, ja. Und früher so von seinem Vater auch so wusste. Komm, halt die Welt. Das ist halt aber wirklich so, ne? Weil sein Vater wusste so, Anzugshose auch eine geile Sache. Und dann hat man so gedacht, ja, eine Anzugshose mal zu tragen mit so einem Outfit, das hat man sich schon irgendwie vorstellen können. Ja, Mann, weil das war so, ich glaube, als man dann so einen geilen Pulli hatte, bei Froggy einen fetten Pulli kaufen, bei Ding eine Anzugshose, das war dieser Mix, den wir anfangs so gefühlt haben, glaube ich, war ja halt locker, aber trotzdem. Und T-Shirt und so. Immer eingesteckt. T-Shirt immer eingesteckt, ja. Ganz wichtig. Und dann fanden wir das so baba, dass mit Francis und Kim, Francis hat in Stuttgart so ein Magazin gemacht, haben so ein Modemagazin gemacht im Endeffekt, aber so mit regionalen Leuten, regionale Models, alles so aus der Region. Und wir haben das eigentlich cool gefunden, weil wir waren so auf diesem Film, haben so gesagt, so ey, eigentlich voll weird, dass wir beide so eine krasse Reichweite haben, wenn es so viele interessante Leute gibt, die so gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, beziehungsweise gar keine Reichweite haben, aber wir so voll viel von denen gelernt haben. Mhm. Und dann haben wir so gesagt, so ey, lass doch diesen Laden zusammen machen, haben ihn quasi unterstützt, haben sozusagen da Geld gegeben. Und da war so das Konzept, halt regionale Designer zu haben. Und du, also ich meine, brauchst nicht erzählen, ihr wisst es ja alle, Mev, du weißt nicht, aber war halt ein Laden unten da in der Nähe von der Fressgasse und waren zwei Stockwerke. Regionale Designer ausgehangen, so Treffpunkt für halt so Homies von Francis und Co. Da haben die das Magazin gemacht und so. Relativ schnell wurde da sehr viel. Relativ schnell wurde da sehr viel gechillt, nur Party gemacht. Dann haben wir irgendwie so, dann gar kein Geld verdient. So. Und wir haben das halt gar nicht mitbekommen, weil Nico und ich haben uns halt um YouTube gekümmert, sind halt hin und wieder vorbeigegangen. Halt um ja, eigentlich Modell. Muss man das mal auch so sagen. Das war für uns damals so ein Schuss ins Blinde. Nein, wir haben so gesagt, ey, voll geil. Die machen so dieses ganze Modethema. Wir haben da auch so voll Bock drauf, da so mehr Knowledge mitzunehmen und so. Vielleicht macht es ja Sinn, mit denen zusammen diesen Modestore sozusagen zu machen, um immer up-to-date zu bleiben und selber so da mit am Start zu sein. Aber man muss ja mal auch ehrlich sagen, so dieser Modestore war ein übelster Flop. So. Also wirklich, das ist ganz, ganz übel nach hinten losgegangen, die Nummer. Ja, also wenn man es jetzt finanziell anguckt, weil wir waren halt so... Ja, finanziell war es Katastrophe. Wir waren halt so naiv, da hat so auch Shows gemacht und so. Die waren an sich übel cool, die Leute waren auch übel Baba, die du dort so kennengelernt hast. Und so, es war übel interessant, aber es war halt... Digga, du hast halt kein Geld in diesen Klamotten verdient. Ich weiß, so ganz toll wurde so schwarz angemalt, also schwarz lackiert. Eigentlich war der ganz geil sogar. Der war echt ganz geil. Also die ganze Sache war geil, aber Nico und ich dachten halt so, ja, wir verlinken das paar Mal und die haben da eh starkes Netzwerk, das wird sich schon irgendwie verkaufen. Und wir haben jedenfalls extrem naiv gedacht so und Geld verschwenden oder Geld in den Sand setzen, ja sowieso unser Expertengebiet. Und deswegen natürlich auch da Lehrgeld gezahlt, aber meiner Meinung nach geiles Lehrgeld. Ohne das wären wir nicht hier. Ohne das hätten wir niemals angefangen, so Klamotten zu machen. Und auch wenn da sicherlich viele Sachen scheiße gelaufen sind. Ich muss mich mal raffen, Digga. Ich sitze hier, als wäre ich irgendwie Samstagabends mit meinen Homies hier. Also Klassiker. Effektiv ist es so, aber... Ist ja auch Sonntagabend. Aber es ist Sonntagabend, ja. Also, aber unterm Strich muss ich sagen, so der Store, so sind extrem viel Scheiße passiert. So, man muss jetzt auch nicht alles erzählen, ne? So ist auf jeden Fall einiges daneben gelaufen. Aber unterm Strich muss man sagen, dadurch sind wir so dazu gekommen, dieses Thema Mode nochmal wirklich genauer anzugreifen. Und kam nach dem Store oder während dem Store noch die Entscheidung dazu, dann Ola Kala zu gründen? Das kam während dem Store. Wir haben uns im Store getroffen mit einer Designerin, die wir übel cool fanden. Ich weiß noch, ich war irgendwie im Gym und Nico und ich waren halt immer so voll Gosha angetan, aber wir waren so, ey Digga, das ist dumm teuer. So jedes Mal, ich weiß noch, wir waren einkaufen und jedes Mal, ich weiß noch damals, als wir das halt so mitgebracht haben, das erste Mal einkaufen waren für halt so 2.000. Und dann sind wir so, also wir haben beide jeweils 2.000 Euro ausgegeben für Klamotten und dann war das halt so beim Buchhalter, war das so, ja, so mit Firma und so und wir beide so, oh, und dann so dieses schlechte Gefühl, aber so ging halt die ganze Zeit weiter und man hat sich richtig kacke gefühlt wegen dem Einkaufen. Und dann haben Nico und ich halt so gesagt, wir waren am Telefon, ey, das wäre doch viel nicer, wenn wir was Eigenes machen würden. Also es gibt ja nichts mit diesen Schnitten, du kannst ja eigentlich alles nur in teuer kaufen. Lass uns das doch einfach nur mit einer Designerin oder einem Designer aus Stuttgart machen, aus der Region. Die geben uns so diese modische Credibility, weil dann müssen wir nicht so tun, als wären wir Designer oder so. Wir feiern das, wir tragen das, aber wir supporten das und wir machen die Schnitte, die wir feiern. So, wir machen das kollaborativ. Ihr müsst euch auch mal überlegen, in der Zeit war das, also es war damals so, wenn du einen Oversized Hoodie oder sowas haben wolltest, das konntest du nicht einfach mal so irgendwo kaufen, da musst du schon danach suchen. Ja, also wirklich. Das gab es noch nicht so vertreten wie heute. Also Oversized war, Bro, das also gab es so drei Marken im Sinne von Drop Shoulder und so, ne? So, das war damals schwer zu finden. Was war das? Effektiv Gosha? Was gab noch? GmbH hatte krasse Sachen. Es gab schon ein paar Brands, aber es war jetzt nicht so, dass du wir haben viel in jeden Store getragen. Gehen kannst und findest dort diese Sachen. Aber es hat sich auch mit der Zeit so entwickelt. Wann war das nochmal? 2018. 2018 war das? Ja. Okay. Ich finde, man sieht es auch sehr in den Ola Kala-Kollektionen, was du vorhin gemeint hast, mit den Anzugshosen und so.
Weil am Anfang ging es schon sehr stark in diese Richtung. Also auch mit High-Neck-T-Shirt, Anzugshose und so, bla bla. Ja. Und ja, man sieht es ja jetzt auch, was ihr heute tragt, hat sich halt schon verändert. Safe. Dementsprechend auch die Kollektion und so. Digga, damals war auch immer noch dieser Herren-Style-Joke, bla bla. Ja, genau, mit Mantel und so. Mantel, ne? Ja. Und Dingens, damals war auch immer noch in Hose nicht auf den Schuh, sondern immer so drüber, so ja, auf ja, ja. Hochwasser war damals auch noch so eine Zeit, ne? Alles klar, Socken noch. Ja, genau. Das war geil. Ja, erste Kollektion war an sich, was war interessant daraus, Digga. Also, das, ich sag, mein Trauma. Aber man muss auch dazu sagen, ja? Das hat so schon angefangen, damals auch mit Larissa noch. Die letzte Alles Klar-Kollektion war Larissa auch noch dabei. Stimmt. Da haben wir doch in die Bündchen von der Bomberjacke dieses Alles Klar hier so reinweben lassen. Hey, und ist die Jacke nicht auch noch hier oben? Ja, doch, doch, doch. Ja, das war das. Schon in die Richtung, das es stimmt, ging schon mit Janina und so war das. Ja, genau. Warst du da schon da? Das war noch ein Alles Klar-Shooting. Das war Alles Klar-Shooting, ja. InScope-Merch. Ja. Genau, und dann haben wir gesagt, weil wir so gedachten, hey, eigentlich ist es doch so, es geht schon eher so in die Richtung Mode. Wir wollen jetzt so auf seriös unser Label machen. Aber das machen, geht jetzt mit Alles Klar nicht mehr so. Ja, ja, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, Alles Klar ist so Ola Kala und dann ist halt so die Brand. Vor allem voll Alles Klar auf Ola Kala. Das war ein sehr, sehr krasser Move auf jeden Fall. Das war ein sehr krasser Move. Generell, der Name stand eigentlich relativ schnell fest, gell? Mhm. Also da war es nicht so, oh ja, lass noch 10 Mal überlegen, sondern es war halt so, ja, aber lass weil, nehmen. Ja, ja. Weil wir auch nicht das so prätentiös, ich meine ganz ehrlich, jetzt stell dir vor, wir hätten das, keine Ahnung, so Black, Noir, whatever, so, weißt du, irgendeinen so generischen Namen, der so cool klingt, genommen, aus der Zeit damals. Wäre noch schlimmer. Das war halt, da hatte man auch nicht so viel drüber nachgedacht. Da war jetzt nicht so 10 Leute am Tisch und oh, so müssen wir es machen, sondern es war so, hey, lass mal aus, alles klar, Ola Kalam hat es nämlich griechisch. Ja, Mann, das ist es. Und dann haben wir es gemacht. Ah, ich find das nach wie vor eigentlich. Also, ich finde es witzig. Das sind einfach wir, das ist einfach unsere Geschichte. So ist es einfach. Was auch noch am Anfang war, wo wir auch später dann irgendwann drauf geschissen haben, war so, wir wollten eigentlich immer griechisch und halt kyrillisch. Ja, also stimmt. Wegen Tim so verbinden, damit man beides hat. Haben wir auch durchgezogen. Ja, aber es war auch diese Goscha-Einfluss, ja, mit weil kyrillisch Goscha so geil aussah. Ja, und so. Ja, wir haben ja so gesagt, boah, war dann so bei Goscha kommt es geil und so, deswegen müssen wir jetzt auch kyrillische Schrift mit reinbringen. Deswegen haben wir das auf jeden Fall krass viel gemacht, auch in den ersten Kollektionen. Aber warte mal, erste Kollektion, Digga, ne? Wir haben ja dann eine Dame getroffen, ne? Die uns geholfen hat mit der Kollektion. Also ich sag jetzt, Alter, ja, Mann. Ich sag nicht Name. Also, das war übel witzig, das war übel cool alles auf einmal. Und wir hatten so einen Deal. Wir haben gesagt, ey, du kriegst X Euro und du kriegst halt die Exposure, weil sie hatte eine Marke, die wir quasi mitpromotet haben. Das heißt, es war eine Kollabo. Es war eine Kollabo, genau. Es war eine Kollabo. Also unsere erste Kollektion war eine Kollabo-Kollektion. Ja. Yeah. Und dann, einen Tag vorher, du weißt es besser als ich, weil du das Projektmanagement gemacht, Anruf. Ey, auf einmal, sie will irgendwie x-fach mehr Geld und scheißt auf Exposure. Alle Klamotten sind fertig, morgen ist Release. Und sonst droht einstweilige Verfügung. Und ich weiß noch, wir haben so gesagt, okay, scheiß auf alles, wir verkaufen das jetzt alles schnell. Und wir droppen halt jetzt einfach und dann gucken und dann klären wir das im Nachhinein. Und das war, also so dieser, erinnert sich einer von euch an die erste Kollektion, wie die gelaufen ist? Ich weiß nur noch, dass die erste Kollektion, wir haben auf jeden Fall nicht ausverkauft. Wir haben nicht ausverkauft? Doch, wir haben schon ausverkauft, aber halt ist noch eine Weile so. Also am Anfang war es nicht so krass. Ich weiß noch, wir waren einmal beim Asiatenessen und waren so, oh, glaubst du, das ist dann so ausverkauft, bla bla bla. Das ist hochgeil. Kennst du den hier noch? Weil du gerade gesagt hast, du weißt nicht mehr, Entstehungsprozess und so. Oh ja, Mann. Da war so ein Print drauf auf dem weißen T-Shirt. Dann haben wir gesagt, der ist so hässlich, wir machen das komplett ohne Print. Das haben wir noch mit Bärbel gemacht. Ja, ey, Bärbel, das haben wir mit einer Agentur gemacht, also einer Produktionsagentur. Die beschäftigt sich mit Kindermode. Die machen eigentlich Kindermode, ja. Ja. Und die haben den Merch davor gemacht. Ey, das war, ey, ihr müsst euch vorstellen, wir haben diese Kollektion gemacht, ne? Die Designerin Nico, ich, Vincent. Wir sitzen da und es waren zwei Frauen und die sind halt, also die sind super korrekt und so gewesen, aber die sind halt so, keine Ahnung, 50 Jahre alt und die machen halt Kindermode und checken halt so, als wir gesagt haben, Dropshoulder oder so, die kommen dann so, ey. Die sagt so, die kommt so mit dem Sample her und wir haben sie gesagt, ja, die Schultern halt so nach unten gesetzt. Sagt so, ja, aber das stimmt ja hier nicht, die Schultern sind ja viel zu weit unten und so, ja doch, das soll so eigentlich so sein. Ja. Die haben das halt nicht so ganz verstanden. Da war man am Anfang schon in den Kommunikationen, gab es echt krasse Probleme auch teilweise. Auch beste, manche Teile, die sahen so Katastrophe aus. Und dann immer so, ja, meinem Sohn sah das super aus. Das war immer sehr geil. Oder das Beste war auch immer... Die Jacke. Ja, da kommt dieses Teil an und es ist nicht der richtige Stoff und nicht die richtige Farbe, aber es wurde dann immer gesagt, ja, stell's dir doch einfach vor. Ja! Oh mein Gott. Und ich so, Digga, wie soll ich mir das vorstellen? Ich will 10, Alter. Aber wir wollen jetzt hier auch nicht über die abranten.
Nein, aber... War trotzdem eine coole Zeit. So, es war eine coole Anfänger, Zeit. Es war bestimmt auch oft anstrengend. Man muss auch sagen, wir waren auch sehr anstrengend. Wir der perfekte Ansprechpartner ja, ja. waren. So. Auf jeden Fall. Wir waren auch, wir hatten krass keine Ahnung, so, wie also, wir das eigentlich machen sollen. Also Nico und ich waren so da. Erstmal, wir kommen, wir wollen so übel viel Sachen machen. Dann kommen die alle, ey, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann hat, also ich weiß noch ganz genau, da waren wir mit denen da relativ am Anfang. Da gab es noch irgend so einen Pulli oder so, wo wir gesagt haben, Drop Shoulder, so und so soll der aussehen. Und dann bringen die den mit und dann hat die eine so gesagt, so, ja ey, wir haben den so nach dem Motto, so ja, wir haben eure Fehler korrigiert, wir haben den extra regular gemacht. Und dann bringt die so einen Pulli mit, der halt so gar nicht das ist, was wir haben wollten. Und so, ja ey, wir haben mitgedacht, so ja ey, ich bin da komplett gestorben, das yeah. weißt du. Hast du noch ein paar Bilder von so alten Samples noch da? Ich muss mal kurz gucken bei der ersten Kollektion. Ah, das ist voll geil, das zu sehen. Generell, was ich auch noch kurz erwähnen würde, ist so, generell damals gab es eigentlich außer Justin in diesem Influencer-Game ja niemand, der Mode echt? Gemacht hat. Was? LFDY, oder? So? Ja, aber das ist ja kein YouTuber. Okay. Wer? Also LFDY halt. Aber Justin hatte halt Peso, so 2016 angefangen und sonst gab es niemanden. Also kannten wir Justin davor? Ich kannte ihn nicht. Doch, wir haben auch schon mit dem gedreht dann. Also ganz am Anfang noch nicht. Nee, ganz am Anfang nicht. Bei der ersten Kollektion haben wir also ich hatte ihn auf dem Schirm, halt als Konsument, aber so, dass er da war und so nicht, nee. Ich kannte ihn ehrlich nicht, also ich kannte ihn erst später. Ja, so, ja, ja, nach seiner ersten Kollektion ja. kann ich ihn noch. Da wo man diese als Jeansjacke die, von ihm genau, bekommen hat. Diese Jeansjacke geschickt hat, ja. Aber das war so zweite, dritte Kollektion. Dritte Kollektion, glaube ich, war das, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall. Also erste Kollektion war halt super flop, als dann auf einmal, also wir haben dann Anwaltsbrief bekommen, Verfügung, wir dürfen nicht mehr verkaufen. Seitdem, Fun Fact, wir haben noch so wie viel, wir haben so noch Socken im Lager. Das einzige Produkt, das wir haben, ist Socken. Die dürfen wir nicht mehr verkaufen. Wir wollten auch immer, ich spiele immer mit dem Gedanken, die so auf Incognito quasi gratis Leuten rauszuschicken, so auf Bestellungen, die so quasi so loyale Kunden sind. Aber Vincent sagt immer, mach nicht, wir werden gefickt von Anwalt. Seitdem sind die immer noch... Aber ich glaube, wir haben die gespendet, kann das sein? Mittlerweile haben wir die alle gespendet, tatsächlich. Stimmt, wir haben die alle gespendet. Hier, das war noch ein Screenshot aus unserer WhatsApp-Gruppe, da waren die ersten Sachen auf eBay Kleinanzeigen, da haben wir uns richtig verschickt. Einfach 130 Euro. Ja, Mann, Digga, dieser eine Sweater, Digga. Ja, der mit diesem in den Hals rein. Mit den, ja. Das war damals auch der krasse Acne-Wipe. Damals war extrem viel von Acne dem, war krasser Einfluss. Extrem viel von dem, was wir gemacht haben, war Acne oder Gosha. Was ich noch in diesem Mac geschrieben hatte, was ja. übel witzig war, Timmy und ich, wir haben ja geguckt, dass wir so ein paar Videos und so machen. Mhm. Und ich sag mal, ihr habt es am Anfang nicht so krass ernst genommen, dass wir uns da Mühe geben wollten. Und, so. Und dann haben wir halt mit Tim Drehtermin ausgemacht. Und Tim sagt, lass die Kari was essen gehen. Und wir so, oh fuck, wir dachten, wir haben jetzt 2-3 Stunden Zeit, dass wir was Geiles abfilmen. Dann einfach Tim begleitet, wie der zu Ikari geht und ein Video davon gedreht. Aber das Video war trotzdem geil. Das war einfach das erfolgreichste Video von allen. Ja, Mann, ich schwör's dir. Aber dann erste Kollektion, nachdem die so durch war. Was haben wir danach? Was war danach die nächste Kollektion? Also die lief ja erstmal generell viel besser als alle Merch-Sachen. Und dann haben wir halt natürlich beschlossen, das erstmal weiterzumachen. Ja. Ich weiß auch noch, Beste war, Zitat wir bei zweite Kollektion, ja lass nach Tokio fliegen, gehen, ein bisschen Vibes zu catchen. Ja, stimmt. War die zweite Kollektion nicht Overconfidence? Ja. Ja, ja. Genau. Ah, okay, ja, stimmt. Und dann haben wir realisiert, dass Tim einfach keinen Reisepass hatte. Stiege, aber warte mal ganz kurz. In dieser Zeit muss man ehrlich sagen, wo wir die erste Kollektion gedroppt haben und wir gesehen haben, das lief eigentlich ganz gut so, ich schwöre, dann haben wir uns krass gefühlt. Und da haben wir uns zu krass auch gefühlt. So. Da dachten wir, jetzt wir sind richtig am Start. Ja, Bro, wir haben aus nichts auf einmal irgendwie da so halt niedrigen sechsstelligen Umsatz gemacht in einem Tag. Es war nicht sechsstellig. So. Doch, oder? Hm. Es war, glaube ich... Doch? Nein. Doch, for real. Ich habe geguckt und ich habe Screenshot, es waren 50.000 oder so. Nein. War echt mehr. Nein. Hast du es nachgeguckt? Ja, ich habe alles nochmal nachgeguckt. Das war... Okay, verschickt. Das war mehr. Über 100. Okay, krass. Ja. Da war ich noch auf Ibiza, das weiß ich noch. Da war ich mit Bella im Urlaub. Ja? Als wir gedroppt haben, war ich mit Bella im Urlaub. Okay, weil ich mich noch erinnere, wie ich in dieses Backend reingeguckt habe. Ach so, okay. Oder war das schon bei Overconfidence? Overconfidence warst du nicht im Urlaub. Overconfidence war im Winter. Okay, dann war das auf jeden Fall die erste. Ja, dann war das egal, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber ich sag dir eine Sache, ihr müsst euch nochmal das Video auf meinem Channel reinziehen. Ola Kala Overconfidence. Oh mein Gott. Wie Tim und ich uns da hingesetzt haben. Digga. Und gedacht haben, wir wären zwei krasse Designer. Und die übelste Scheiße. Wir haben das nicht gedacht. Das war halt, also erstmal ganz ehrlich, voll viel aus dieser Kollektion war von Acne gebeitet. What you see is not all there is. Ich weiß nicht, was wir auf diesen Pulli geschrieben haben, weil wir dachten, das ist sonst zu viel Acne-Bite. Ihr müsst euch auch mal überlegen, ihr müsst euch auch mal überlegen, wir haben in diesem weißen Raum, wenn ihr das Video anguckt, ein Mikrofon, das vor uns hängt und das Mikrofon funktioniert nicht mal. Die Soundqualität ist übel trash. Oh. Ey.
Ja, da haben wir uns generell an allen Ecken und Enden ein bisschen übernommen. Ja. So, weil wir waren dann halt auch da im Studio und waren so, okay, wie drehen wir das eigentlich? Aber was tatsächlich witzig ist, ist, dass die Kollektion Overconfidence heißt. Das muss ich dir bis heute lassen. Ich hab gecallt. Das muss ich dir bis heute lassen, dass der Name dazu passt. Der passt echt. Also wir haben uns, ey, Digga, aber der eine, ganz ehrlich, dieser gecroppte Hoodie, dieser gecroppte Statement-Hoodie, ehrlich, der war Baba. Hoodie. Den finde ich nach wie vor Baba. Unser, die Person, die hier mal im Unternehmen auch mit am Start war, die, egal. Willst du dir Geschichte erzählen? Ihr müsst euch überlegen, diese Person, die nichts damit zu tun hatte mit den Klamotten, nur das Geld genommen hat und für Escorts ausgegeben hat. Diese Person ist hergegangen und hat einfach mal in eine Gruppe, wo die Diskussion war, was wir für eine Kollektion machen, eine Memo reingeschickt mit, ja, ich habe jetzt mal die Trends analysiert und ich habe mir, der Typ so gar keine Ahnung von Mode, rausgesucht und herausgefunden, dass das Thema Hoodie demnächst ein Trend werden wird und dachte dann, er hat einen krassen Beitrag geliefert. Aber seitdem heißt es nicht mehr Hoodie bei uns, sondern intern sagen wir immer nur noch Hoodie. Traurig war auch, dass der am besten lief. Das hat er nochmal bestätigt. Genau, und da hat er dann so getan, als wäre das sein Meisterwerk. Ja, aber so die Kollektion stand halt schon. Also ja, scheiße. Egal. Also das war dann, also und da wurde dann auch so ein Jahr lang drauf rumgeritten. Ja, die Idee, die ich da hatte mit dem Hoodie, die war sehr krass. Also der Erfolg, der liegt dem zugrunde. Aber der war krass. Ansonsten diese Pullis mit diesem High-Neck-Ding. Steingrau. Das war das Steingrau. Oh, shit. Digga, richtige Allergie gegen Steingrau auch bekommen in der Zeit. Ey, wir hatten ein Grau, okay, wir waren draußen und du musst ja mit diesen Stoffen immer gucken, weil wir hatten kein Spektrometer da, musst du ja gucken mit den Farben, wie wirken die unter verschiedenen Lichtern. Du gehst normalerweise raus, also, und guckst halt unter natürlichem Licht. Und das war, die haben so ein Grau mitgebracht, Nico und ich fanden das übel shit, aber das ist halt schwierig, das zu erklären, weil, wie gesagt, das sind halt zwei, dann halt... Ja, das ist ein gutes Steingrau. Dann ist, erklär, wie ist der gekommen? Er ist einfach hingegangen und gesagt, ja, das ist ein gutes Steingrau. Und haben wir es dann genommen? Ja. Genau, und dann war das die Basis, wieso wir dieses Grau genommen haben. Und dieses Grau war halt so einfach rot. Es hat so einen Rotstich gehabt, ja. Wir müssen jetzt auch nicht auf alle Details eingehen, aber das war... Nein, aber das war... Warum mache ich nochmal Overconfidence? Ey, Bro, bitte. Ehrlich. Digga, das war euch das Video an. Das war auch die Zeit, wo ich mit Tim 3 Stunden am Tag spazieren gegangen bin. Bei dem Overconfidence-Ding, bei der Marketingphase, da haben wir gesagt, Zitat wir machen für jedes Piece einen krassen Trailer. Und da waren wir einfach bei Stuttgart 21 in den Tunnel und haben da noch gefilmt, alle mit Helm und so. Weißt du das noch? Stimmt! Das war nicht Overconfidence. Doch. Das war die nächste Kollektion. Nein, das war das. Wir haben halt da komplett übertrieben. Wir haben halt an allen Ecken und Enden gesagt, ja, lass noch krasser machen. Und dann gesagt, lass 4 Wochen Marketing machen, lass für jeden Piece einen Trailer machen und so. Aber wir haben das übel gefühlt. Ey, aber diese... Ja, am Ende diese... nicht mehr so. Ja, das war zu viel, Digga. Ja, also am Anfang. Aber... An wie viele Locations haben wir da auch geshootet, Digga? Oh, da hast du einmal in Düsseldorf geshootet. Ja, ja. Ja, das war geobert. Ja, ey. Aber jetzt im Nachhinein kann man nur sagen, an manchen Ecken haben wir uns einfach krass übernommen, auch krass übertrieben, groß gedacht für das damalige Ding. Aber wir haben es durchgemacht. Damals einfach mit Schmitzke geworben. Aber der kommt tatsächlich nicht schlecht bei ihm. Ja. Bei Schmitzke! Grüße gehen raus an Schmitzke! Wir haben aber gelernt aus dieser Kollektion. Also man hat immer dazu gelernt. Was war die nächste Kollektion? Same Changes war nächste. Same Changes. Zeig noch mal bitte. 2019. Die Kollektion? Ich brauche ein paar in Dings. Ja. Scuba-Jacke. Gib mal her. Same Changes Scuba-Jacke. Ah, oh, auch generell shit. Muss man sagen, da haben wir... warte mal, wer hat denn bei Overconfidence eigentlich das Design gemacht? Bei Overconfidence? Ah. Ja, das war Kai. Kai, stimmt. Ja, ja. War es Kai? Ja. Ja, bei Same Changes auch. Stimmt. Da waren wir mit Kletti. Ja, ja. Kletti. Und Spaß, Same Changes war die erste Kollektion, wo auch sehr viele komische Teile dabei waren. Wir hatten so 2 Scuba-Teile, Digga. Wir haben die ja noch, oh, das weiß ich noch, wir haben die ja aufgeteilt, die Kollektion. In ja, 2 Teile. Stimmt, in 2 Drops, ja. Ey, aber war nicht so eine geile Idee. Ey, Fun Fact, ne? Dieses Design hier von dem T-Shirt, das haben wir gemacht wegen Justin. Stimmt, Justin hat uns das Design damals geschickt. Der hat uns das Design als Vorlage, oder halt, was heißt Vorlage, aber halt als Idee geschickt und dann haben wir das gemacht. Ey, Digga, die Hose mit der Jacke. Das war eine geile Idee. Die Hose habe ich sehr, sehr krass gerockt, Digga. Ja, die haben mich sehr, sehr krass gerockt. Ja, das waren auch 2 stabile Teile. Ich habe die Jacke immer getragen, also dieses Ding, dieses Prada-mäßige Emblem feiere ich jetzt nicht mehr so. Also das war auch voll off-placed, weil wir hatten immer so diesen Tick, dass wir das nicht so machen wie andere.
Und dann so, lass noch mal 2 Zentimeter weiter links, weil dann sind wir anders als die anderen, so keine, so irgendwie die Filme. Und es sah dann auch, das sah nicht schlecht aus, aber die Jacke war an sich geil. Was mich nur abgefuckt hat, ich hatte die 600€ Second-Layer-Jacke und ich habe die über alles geliebt, diese Jacke. Und die ist einfach in Türkei verloren gegangen, als sie die nachgemacht haben. Digga, und nach Same Changes ging ein ganz anderer Vibe los, Mann. Ich muss echt sagen, das war... Ey, Same Changes haben wir angefangen mit Good Boys, ne? Chrome. Ja. Man muss nach Same Changes kam Chrome. Ich finde, der Style hat sich da halt krass geändert. Also vor allem, es wurde halt viel grafischer. Und bei den Same Changes Sachen waren auch noch diese High-Neck-Geschichten und so, dieser Structured Longsleeve, und so, der immer brutal eingegangen ist. Ey, Bro. Der graue den willst du heute Baba. Noch machen. Ich weiß noch, wie Tim gesagt hat, lass auf jeden Fall den Waffle-Piqué machen. Und wir alle so, ah, weiß nicht und so. Dann ist der gut angekommen und Tim hat sich krass gefreut. Ich hab euch allen gesagt. Halt die Fresse, weil ich den selber trage. Ich mag den. Ey, aber stimmt, nach Same Changes, aber wieso waren das so? Weil wir diese 2 Kollektionen so auf einmal gemacht haben. Aber was fanden wir daran nicht so nice? Wir haben 2 Drops gemacht. Ja, aber was hat uns bei Same Changes abgefuckt? Irgendwas hat uns abgefuckt. Nein, der erste Drop war einfach schlechter als der zweite. Die Qualität. Alles so ein bisschen. Also keiner hat die Klamotten am Ende so richtig krass gefeiert. Also sowohl von uns als auch von den Fans her. Generell auch, wie du gesagt hast, der zweite war dann schlechter als der erste. Und irgendwie war halt so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt mal wieder was ganz anderes machen. Sonst ist es irgendwie scheiße. Ey, ich finde, man hat halt so krass in dieser Zeit so diesen Lernprozess gehabt. Wie macht man die Sachen so, dass sie einem selber krass gut gefallen? Wie holt man sich vor allem auch produktionstechnisch? Man muss ehrlich sagen, das ist ja kein Vorwurf gegen irgendjemanden. Aber wir waren einfach produktionstechnisch nicht so aufgestellt, dass wir die Sachen, die wir im Kopf hatten, die wir geil fanden, die wir wirklich umsetzen wollten, auch wirklich umgesetzt bekommen haben. Weil gerade ich finde, dieser Scuba ist so das perfekte Beispiel dafür, dass wir eigentlich eine geile Idee im Kopf hatten, die wir cool machen wollten, aber nicht umgesetzt werden konnte, weil die nicht die richtigen Anschlüsse sozusagen auch von der Produktion und den ganzen Vermittlungspartnern dort nicht gegeben war. Und deswegen bei Chrome, weil das war die erste Kollektion. Da sind wir viel grafischer geworden. Erstens sind wir grafischer geworden, zweitens haben wir mit 9 Leuten zusammengearbeitet, die auch wesentlich mehr von diesem ganzen Modethema verstehen. Hier gehen auch Grüße raus an Good Boys, mit denen haben wir dort dann angefangen zu arbeiten. Und das war eine kleine Kollektion, 3 Teile nur. Ein T-Shirt, ein Hoodie und ein Half-Zip. Stimmt, wir haben zu viele Teile gemacht. Wir haben gesagt, lass uns jetzt weniger Teile machen und die dafür richtig, richtig gut. Eigentlich ähnlich wie jetzt bei CC. Ja, ähnlich wie das, was jetzt wieder kommt. Aber damals haben wir wirklich gesagt, ey, das war eine krasse Findungsphase mit allem drum und dran. Man hat da viel durchgemacht. Wir brauchen da auch immer einen Ticken länger gefühlt als andere. Aber das war wirklich die erste Kollektion. Das weiß ich noch ganz genau. Wir sind hergegangen, haben diese Kollektion zusammen. Wie war das nochmal in dem Entstehungsprozess? Hast du da Bilder, Vince? Der Entstehungsprozess erinnere ich mich noch ganz genau dran, Digga. Wir waren in diesem Raum, wir hatten einen Tag Zeit, nachdem wir übel viele Sachen probiert haben. Das war zu dieser Zeit mit der Delfin-Aktion auch gewesen. Genau, das war die Delfin-Aktion. Ja. Und dann war das so, ich habe dann so Referat gehalten. Ich habe euch 3 Stunden so genervt mit Futurismus und warum so Technologie. Kam auch Soraya das erste Mal genau, ins Spiel. Genau, dann habe ich so Stuff haben wir uns dann angeguckt. Dann diese Fusion von Natur und Maschine. Das war so voll das Thema. Ihr müsst euch mal Soraya angucken, wenn ihr den nicht kennt. Das ist so ein... Japanischer? Ja. Japanischer. Ich hab hier Bücher von dem, aber das, wenn wir das jetzt zeigen, wird das Video gefickt. Japanischer Designer, der sich so voll viel mit diesem Retrofuturismus beschäftigt, mit so, der macht so Roboter, auch voll viel im sexuellen Sinne und so. Aber ist krass interessant. Da hat Tim sich sehr, sehr viel drüber angeguckt. Das war aber auch sehr, sehr, sehr geil, muss man sagen. Bro, Fun Fact, ich hab Pascal Kirouche, habe ich doch dieses Buch geschenkt. Dieses, mein Soyarama-Buch, was ich damals gekauft habe, so. Weil ich es halt gefeiert habe und so. Bro, das Buch kostet jetzt 2000 Euro. What? Das kannst du nicht mehr kaufen. Krank. Aber wir haben halt echt diese Kollektion, also ich sag mal, den grafischen Teil haben wir halt an einem Tag eigentlich. Wir haben den grafischen Teil an einem Tag gemacht. Aber wir mussten halt. Logo hat schon länger gedauert. Nee, Logo? Ich weiß noch. Logo haben wir an einem Tag. Wir sind da nach München gefahren und dieser Delfin wurde noch am Laptop im Auto. Der Delfin, ja. Der Delfin, aber nicht das Ding, das Swoosh-Logo. Ja, ja, das hat schon ein bisschen gebraucht. Das Swoosh-Logo aber so generell, ich sag mal, Theme, Farben und so haben wir alles an einem Tag. Ja, Bro, das Swoosh-Logo, muss man auch sagen, war eines der ersten Logos, wo wir wirklich so dachten, auch so länger gesehen, so, oh, das war wirklich sehr geil. Er trägt's gerade, ich find's immer noch. Er trägt's, stimmt, du trägst ihn gerade. Also, ja, geschickt, Alter. Also, ich sag ehrlich, Chrome ist so eine Kollektion, die ich nach wie vor Baba finde. Also, so vom, also ich könnte jetzt. Ich würde das, ich spiele immer mit dem Gedanken, ich würde gerne mal wieder sowas machen wollen. Also ich feiere es sehr. Mhm. Man hat auch gemerkt, wie es direkt ganz anders abging bei den Leuten. Ja, so ja. Von die ersten Posts. Bro, wir waren auf dieser Marc Gebauer, als wir diese Brunnenspenden-Sache gemacht haben nach dem Go-Kart-Fahren. Erinnerst du dich? Ich glaube, ich weiß nicht. In der Nähe von München waren wir doch Go-Kart fahren. Ja. Yeah.
bei wo Justin auch da war. Da waren alle da. Und da war der Drop, als wir zurückgefahren sind im Auto. Du bist gefahren und ich war rechts. Ah, war das da, ja? Genau, ich saß. Das war das krasse Feeling, weil davor war es ja immer so, wir waren nie richtig sold out, ne? Ja. Es hat immer länger gedauert oder man war dann so, irgendwas hat das nicht so gepasst und so. Bro, das waren 3 Minuten weg, aber wir haben es so. Digga, wir hatten da auch eine geringe Stückzahl, muss man dazu sagen. Ja, ne? Übel. Und wir hatten nur 3 Teile. Bei Hoodies haben wir das erste Mal mehr gemacht. Ja, ja, stimmt, ja, ja, aber wir hatten 3 Teile nur so. Das, und es war so, okay, es sind nur 3 Teile. Und dann waren die wirklich so schnell sold out und Digga, Tim. Bro, wir waren. Wir haben im Auto. Dieses We Made It gehört. Ja! Ja, und wir haben es so gefühlt. Digga, ich dachte so, Digga, wir sind rich. Geil. Nein, wir haben gar nicht gedacht. Das war wirklich krass, weil wir haben es gar nicht gepeilt. Auch auf einmal in Shopify waren so bei allen so minus 20, weil das sich so komplett überschlagen hatte, weil es so schnell ging. Stimmt. Und so, Alter, fuck, wir haben nicht mal so viel Teile. Stimmt, wir mussten ja auch Order canceln und so. Aber ich fand auch das Ganze, ich sag auch ehrlich so, vom Feeling her, war die Kollektion richtig baba. Ich weiß, weil es war so ungezwungen. Kim hat gemodelt. Dann war da noch, Timothy war da, wir haben da in dieser Wäscherei, genau, in diesem Waschsalon, da waren wir in diesem Café und so, es war so übel gechillt alles. Aber ey, ganz kurz, also zu diesem, ja genau, das Bild, das war Baba. Okay. Also, war, ja, aber der Vibe war auch sehr geil, Digga. Der Vibe war echt Baba. Retromäßig, das hat man einfach, das ging so leicht von der... Genau, dieser Retrofuturismus und so, ey, boah, also cool. ich feier den Vibe nach wie vor. Das Pick. Legende. Mit der Säge, Digga. Kurz wegen dem Cash-Ding. Also wir saßen da drin und es war so Disconnect-mäßig und dann guckst du aufs Handy und hast halt so dieses Shopify-Backend, wo das halt alles auf einmal tak, 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 tak geht und du siehst halt quasi, wie viele Leute gekauft haben, wie viele Warenkörbe und so. Und dann siehst du den Umsatz, 3 Minuten, sold out, wir sind voll am Ausrasten, so mit Kackempfang auf der Autobahn. Nico fährt so immer schneller, Drake läuft. Und dann kam ja diese Insolvenz-Sache direkt danach. Nee, warte mal. Doch. Warte mal. Was? Muss ich auch dazu sagen? Eine Sache will ich noch dazu sagen. Bei sowas immer voll verschickt. Ich freue mich immer nur voll kurz darüber. Mich so 10 Minuten so krass gefreut. Und danach, was machen wir als nächstes? Ja, genau. Ja, und dann ja, so, oh shit, was machen wir jetzt? Wie geht's eigentlich weiter? Und dann wieder direkt so, oh no, dieses Feeling direkt weg wieder. Ey, das ist so wack. Ich kann mich darüber immer so kurz freuen nur irgendwie. Ja, was ich kurz noch dazu sagen wollte ist, viele Leute denken halt oder haben auch damals immer gedacht, nur weil ihr jetzt Influencer seid, kann man da jetzt alles so verkaufen und ja, man bringt weißes T-Shirt raus, auf einmal ist weg und so. Ja. Aber da hat man ja ganz krass gesehen, dass halt das Produkt am Ende entscheidend ist. Ja. Vor allem bei Klamotten, weil ich sag mal, jeder ist von irgendjemandem Fan, aber wenn der jetzt irgendeinen Scheiß rausbringt, werde ich es auch nicht anziehen. Man muss natürlich auch dazu sagen, ne? Die Sachen, die wir davor gemacht haben, waren eigentlich verhältnismäßig schon gewagt, ne? Weil ich meine, so auch mal so ein Scuba-Ding rauszubringen oder so, ist halt klar, dass es jetzt nicht so gut ankommt wie ein schwarzes T-Shirt, ne? Die Qualität war auch viel besser als diesmal. Also so vom Designprozess her, von den Grafiken war alles viel besser. Alles auf jeden Fall, ja. Und es war auch, also auch die Klamotte war viel besser. Also das mit Good Boys war nochmal ein krasser so Qualitätssprung. Aber war dann schon Insolvenz? Nach Chrome? Ja. Nach Chrome war... Bei dem Chrome-Ding noch, das ist mir noch eingefallen, da habe ich mich einfach mit Kai von Good Boys sonntags auf einem Parkplatz getroffen, ich glaube in Günzburg oder so, weil der die Samples noch hatte und der mir die bringen musste. Wir haben am nächsten Tag geshootet so. Und der ist mir extra entgegengefahren, damit wir die noch haben können. Lol, Digga. Das war auch sehr korrekt. Ey, ich sag euch eine Sache. Das heftigste Hackmack ist immer die Samples, beziehungsweise die Musterteile dazu haben, das Shooting und die Ware zum Drop da zu haben. Digga, ey, es ist so ein Trauerspiel. Ich sag euch eine Sache. Dieses Ding mit dem rausbringen, schnell verkaufen, alles muss da sein, zack. Und dieses geballte immer alles auf ein Datum, einen Tag, eine Stunde oder sogar nur weniger Zeit, dass alles in diesem Zeitraum passiert, ist so eklig, Mann. Das nervt so krass. Ist auch voll die Komplexe, Digga. Du warst ja früher immer so, ey, wenn du jetzt nicht ausverkauft bist, irgendwie, keine Ahnung. Also das war wenn ja du nicht ausverkauft bist, cringe, Bruder. Dann seid ihr ja voll irrelevant. Das ist ja gar nicht cool dann. Dann musst du gucken, dass du genug Teile produzierst, dass die Teile alle da sind. Dann musst du kreativ sein. Es sind so viele Sachen, so, man will sich ja nicht drüber aufregen, aber es sind so viele Sachen, die einfach eigentlich nur nerven daran. Du machst halt immer mehr Druck, weil du halt jetzt sagst, okay, wir haben jetzt 3 Minuten ausverkauft alles, also nächstes Mal 2 Minuten, so mäßig. Ne? Ey, aber ganz kurz, ne? Also danach kam diese Insolvenzphase, muss man jetzt nicht nochmal krass draus, also jetzt so Abschweif machen, aber Fun Fact, also das war ja dann zwischen Chrome und Panic. Genau. Also nach Chrome war ja diese Insolvenzphase, da haben wir diese... Aber da haben wir schon dran gewerkelt, so, an Panic. Wir haben an Panic gewerkelt, ja. Und wir fanden Chrome so nice, das hat so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir machen mit Panic so eine Art Fortsetzungskollektion, weil es ja dann eigentlich so ein bisschen anders klar gewesen, aber trotzdem andere Farbe. Und genau, Chrome war so ein bisschen die romantischere Geschichte, so diese Nostalgie zu, also so Retrofuturismus, also diese
Ding-Vibes, Spielhallen-Vibes und so. Und also und Panic war halt dieses, da war ja Corona, aber wir haben das auch Panic davor genannt. Du hast in dem Ding geschrieben, dass wir das quasi Panic genannt haben wegen Corona, wir haben das nicht deswegen Corona genannt. Wegen Corona so genannt. Was, bei Panic hat Corona angefangen? Ja, bei Panic hat Corona... Digga, was? Im März, ja. Halt's Maul. Das entwickelt gerade. Ja. Da hat Corona angefangen. Da hat auch Digga, das kommt mir so vor, als wäre es 10 Jahre her. Wir wollten das ehrlich, ursprünglich im April rausbringen und es ging dann überhaupt nicht, weil einfach Produktion zu war und so. Stimmt, wir haben in Serbien produziert da und da war alles zu. Ja. Da war alles Digga, zu. Das war am Anfang von Corona. Ja. Ach du Scheiße. Und jetzt pass mal auf. Jetzt da kurz war auch wegen. Dinge, Nonne mit Gasmaske. Ey, ihr müsst euch noch eine Sache überlegen, Digga, Tim hat immer die verrücktesten Ideen. Ne, er hat wirklich als Forscher gebracht fürs Artwork, dass wir eine Nonne mit einer Gasmaske brauchen und dass im Hintergrund irgendwo Fat Man runterfliegt. Digga, ihr müsst mal in den Creative Meetings dabei sein, was bei Tim teilweise im Kopf abgeht. Digga, hast du jetzt eine Video noch? Ja. Wo Tim eine verrückte Idee hat? Welches Video? Lass uns das mal bitte kurz einblenden. Welches? Du siehst es dann im Video. Welches Video? Hast du kurz eine verrückte Idee und man merkt so richtig, wie es in deinem Kopf so hin und her geht, aber es auch wirklich nicht so zu Ende gedacht ist, aber du es trotzdem sagst. Ey, es ist so geil, Digga. Ob man zum Beispiel für diese Black Friday-Geschichte, ob du dann dieses OK als Carbon-Element hast für den Zipper. You know what I mean? Das ist jetzt zum Beispiel eine insane Geschichte, Black Friday, also auch so mal. Ja. Da helfen mir dann die Jungs, dass wir daraus auch eine zivilisierte Variante machen, die dann auch wirklich funktioniert. Ja, im Endeffekt ging es ja trotzdem in die Richtung dann mit den Flugzeugen und so, diese ganzen Geschichten. Also es war ein geiler Ansatz. Das war die Zeit, wo ich alles versucht habe, in das Artwork zu packen und halt nicht wusste, was gehört ins Shooting, was gehört ins Model, was gehört in die Klamotte, was gehört aufs Artwork. Aber dafür haben wir den Finger gemacht. Den Finger haben wir gemacht. Den Finger haben wir gemacht. Da weiß ich noch ganz genau, war ich hier mit Schießenden Finger. Hier noch mit Butterfly. Diagramme gemacht, den Butterfly haben wir weggemacht. Aber der Finger, ganz ehrlich, der war Baba. Also ich finde den cool. Jetzt kann man sagen, für so Rama wieder und so, aber ey, ich fand den cool. Also wir haben da viel Liebe reingesteckt. Aber ganz kurz, das war die Kollektion, weil wir es vorhin mit Zahlen hatten. Da ist CK gekommen, ja? Und hat dann einmal vorgerechnet. So, CK hat sich hingesetzt, wir waren alle übel die Amateure da. Also wir sind, also so, ne? Ein Typ kommt her, rechnet vor, Ola Kala, und kommt so und sagt so, okay, ihr macht, keine Ahnung, irgendwie 11% Minus mit jeder Kollektion, ist dann gekommen. Wir waren so, warte, was? Wir verkaufen in 3 Minuten aus, wir machen 11% Minus mit jeder Kollektion. Ja, eure Kosten sind zu hoch und so und dies und das und bla bla. Und dann haben wir im Endeffekt da herausgefunden, dass wir die Stückzahlen erhöhen müssen, weil wir so weitermachen. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt, also bis Panic, haben wir mit jeder Ola Kala Kollektion Minus gemacht. Und wir haben es eigentlich mit Social Media Kohle quasi finanziert. Und es war auch die Zeit, wo wir nicht mal wussten, ob wir Mitarbeiter halten können und so. Und da haben wir alle, also dieses ganze Jahr 2020, haben wir auch die Mitarbeiter, so vor allem auch Nico mit Stream und so, haben wir beide auch durchgefüttert mit YouTube Cash und so. Und dann war Panic. Da gehen nochmal Grüße raus an alle Leute, die Supporter damit der Zeit war. Krass. Ehrlich, war geisteskrank. Also das war der intensivste Moment. Also das war so der Kipppunkt, weil da waren wir alle, ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Ich erinnere mich nur noch ans Gefühl, weil wir waren hier. Doch, wir waren auf dem Balkon. Und da waren 13 Mal mehr Käufe, also Warenkörbe, als wir Ware hatten. Und es war so, ich weiß, es war so dieser Moment, wo ich so realisiert habe, holy shit, so, wir sind über den Berg, dann gucke ich aber auf dieses Backend und ich sehe so, fuck, wir haben nicht genug Klamotten, damit wir über den Berg sind, weil wir konnten nicht so viel Ware produzieren, weil wir nicht Geld hatten. Und dann haben wir den Leuten gesagt, ey, Retourendrop wollen wir machen und so, weil so viele Leute da waren. Aber wir haben den Leuten auch gesagt, dass wir nochmal produzieren. Nachproduktion haben wir. Genau, weil so viele Leute krass enttäuscht wurden, dass sie nichts bekommen haben, wie gesagt, wir produzieren nochmal was nach. Weil dann, da war es wirklich so, wir haben uns dann gar nicht krass gefreut, weil halt die Leute so for real richtig abgefuckt waren. Ja. Und nicht nur so 5 Leute, sondern so fast alle, die uns halt folgen, waren einfach übel abgefuckt. Stimmt, da waren mehr Kommentare so, ich habe nichts bekommen. Ja, weil wir hatten auch nur ein bisschen mehr gemacht als bei Chrome. Da muss man auch ehrlich sagen, das ist so in der Zeit wie jetzt, wo man das in der letzten Zeit hatte, weil manchmal sich Leute auch beschweren, auch bei anderen Leuten, dass die Stückzahl nicht gehalten wurde, gerade wegen diesem Drop-Game, was halt so, also beziehungsweise nicht im Drop-Game, sondern das Sold-Out-Game, es nervt halt auch, weil, wie willst du denn jetzt hergehen und in so einer kurzen Zeit ist es exponentiell gestiegen, die Nachfrage, wie willst du das kalkulieren? Du kannst ja nicht dann sagen, okay, bei dem einen Mal machst du 10 Teile, und im nächsten Drop sind aber plötzlich 500 Teile gefragt. So, wie willst du das einschätzen können, wie viele du dann produzieren sollst? Und dann kommen halt solche Probleme.
Ja, vor allem, wenn du dann halt so, vor allem, wenn du anfängst, dann mehr zu produzieren, dann ist es so, du hast das Risiko. Und dann wollen es die Leute doch nicht haben. Genau, weil du willst aber sold, muss aber sold out sein. Und dann... Diese Knacks im Kopf. Das, ja, ist halt, das ist halt einfach nur nervig, Digga. Ich will noch kurz erwähnen, dass wir da Gallium beim Shooting dabei haben. Gallium, auch mit einer guten Das ist auch wieder so ein Hänger. Ey. Wir brauchen Gallium. Das sieht, sind auch so kleine Schlappen, ihr kommt nur mit diesen Sachen, gell? Wir haben noch Gallium im Schrank. Aber das sind krasse, ja, ja, das krasse ist Ideen das, von Tim. Ja, das ist das. Krasse Ideen von Tim. Ich fick euch alle. Was... Da war noch Lil Lightskin da an dem Tag, der ist ja, auch noch. Ja, ja, man, stimmt, der Lightskin war da. Und so ein Kollege hat uns so eine fette Sushi-Platte gebracht. Ja, stimmt! Mann, ja, Mann, der hat Essen vorbeigebracht. Das war auch ein geiles Shooting. Das war echt geil, ja. Wir haben nachproduziert da, jedenfalls. Das wolltest du noch sagen. Dass wir wirklich nachproduziert haben. Und deswegen haben wir eine Woche später quasi so einen Vorbesteller-Drop dann gemacht. Und im Endeffekt haben wir da... Der hat die Firma geturnt. Ich glaube, wir haben viermal oder vier bis fünfmal so viel gemacht, wie der Original Drop eigentlich, ja, war. Also das war der Moment, an dem wir gemerkt haben, ey, wir kommen aus der Kacke raus und dass man wieder hoffen kann. Es war ein sehr emotionaler Moment, würde ich sagen, weil das hat das Ganze umgedreht. Danach kam, was kam, warte ganz kurz. Hä? Heat war aber Baba vom Auch-Ding. Erinnert ihr euch, als wir mit diesen Karts gefahren sind? Was haben wir laufen lassen? Dinger, Spicy. Spicy, ja. Von Nas. Und dann Ace dieser Kart. Ja. Ey, wir sind da losgefahren, auf einmal, ey, das Wetter, was war los? Ey, dieses aber Wetter. Aber gehen wir noch auf den Entstehungsprozess mehr ein. Da war ja sehr viel davor. Also Entstehungsprozess? Da war viel mit Dave auch am Start. Ja, viel Input. Ja, wir hatten Dave. Eigentlich war das ja so, dass wir alle übel so die Sportler-Vergangenheit hatten. Also, keine Ahnung, du jetzt, Dave, Timmy, ich, Fußball und so weiter. Und dass halt dieses ganze Ding eigentlich eher so immer diese College-Vibes aus Amerika waren. Und dann dachten wir halt so, dass es so voll unaufrichtig ist, weil ganz ehrlich, also was haben wir jetzt mit amerikanischem Sport zu tun? Klar, gucken wir jetzt vielleicht mal Super Bowl oder so an, einmal in 3 Jahren, in Anführungszeichen, jetzt mehr als weniger. Aber es sieht doch geil aus. Ja, es sieht geil aus, aber wir fanden das halt so ein bisschen heuchlerisch, sich jetzt von so einer Kultur zu bedienen, mit der man nichts zu tun hatte. Und dann haben wir halt versucht, so okay, zu gucken, wie kriegt man wieder, das war immer dieser elegante Asozialitätsfilm, wie kriegst du das hin? Und dann haben wir, was hatten wir? Wir hatten alte Menu-Trikots als Inspo da, ja, haben uns so Golfsachen angeguckt, Tiger Woods-Zeug. Wo Michael Jordan, Michael Jordan beim Golfen, genau. Das haben wir uns wunderbar angeguckt. Ja, das war der Vibe, Digga. Genau, und so eher dann gesagt, lass europäischen Sport uns angucken und halt, ja, das versuchen anders zu machen. Also diese College-Influences mit Europa sozusagen koppeln und so unserer eigenen Vergangenheit. Und dann sind halt auch, also ich muss sagen, Heat, also vom Gedanken her, Heat ist, also Heat, Chrome und Panic sind so Kollektionen, wo man vom Grundgedanken her meiner Ansicht nach wieder machen kann. Weil, also so eine Sportkollektion, das ist für mich, das, also verstehst du, das kannst du wieder neu auflegen, neu interpretieren. Du hast so einen neuen Bezug dazu. Also, ich finde, die Kollektion war, das hat auch übel Spaß gemacht. Wir haben auch diese Homeparty-mäßig dort gemacht. Man muss noch kurz zu Heat sagen, dass es ja auch leider zu spät kam. Es kam ja im September. Wir wollten ja so übel die geile Sommerkollektion machen. Haben es halt nicht früher hinbekommen. Kam immer alles zu spät. Anfang September. Tackle-Twill, ja. Und die kurzen Hosen halt. War ein bisschen schade, weil da war es nicht mehr so krass warm. Boah, die kurzen. Das war beim warmen September. Es war ein warmer September, ja. Aber da bin ich nämlich gekommen. Stimmt. Da gab es auch noch im Oktober 20 Grad, das war auch das Jahr, ne? Ja. Aber die Heat Shorts wurde krass, ist krass underrated, Digga. Was kam nach Heat? 11th D. Aber ganz ehrlich, nach Chrome war Baba. Also die ersten drei Kollektionen, ehrlich, die waren wacko. Also sorry, dass das jetzt so sagt über unsere Sachen, aber sind wir mal ehrlich. Was heißt wacko? Ist es... Du musst ja auch betrachten, so, wo wir angefangen haben und mit welchen Mitteln und mit welchen Erfahrungswerten und so. Du kannst ja nicht deine Erfahrungswerte und deine Mittel von heute mit denen von damals vergleichen. Ja, du bist safe, ja daran safe gewachsen, weißt du, was ich meine? 11th D war eine Baba-Kollektion. Da weiß ich noch, da war ich auch wieder... Das war unser erster Black Friday, Digga. Das war unser erster Black Friday, aber da war ja erstmal die Diskussion, die wir hatten, war, machen wir eine eigene dedizierte so Mini-Kollektion, wo wir halt wirklich so wieder Drop-Gedanken haben, oder machen wir so ein lauwarmen Aufguss von das, was wir schon mal gemacht haben und verkaufen das wieder und machen halt Black Friday, so wie es jeder macht. Ihr müsst euch überlegen, bei jedem Mal, wo man gesprochen hat, wie viele Teile man jetzt für Black Friday rausbringt, ich habe gesagt, lass noch eins mehr machen. Ja, und dann mussten wir uns am Ende auf 3 Teile einigen. Ich weiß also, es war schon so, keine Ahnung, September oder so oder August. Und sie da, Tim, ja, lass noch eine Jacke machen. Ja. Ich bin froh, wenn ich da irgendwie so als Wetter hinbekomme. Das haben wir bis heute noch nicht so richtig gelernt, dass wir, oder wir sind jetzt gerade am Lernen, dass wir Zeit brauchen, um den Teil fertig zu bekommen. Ja, deswegen machen wir das jetzt auch anders. Aber
Ja, jedenfalls, ey, dann hatten wir die beiden Sweater und die Anzugshose. Chill mal kurz. Das Interessante war hier, ich weiß noch, da war ich irgendwie kiffend auf dem Balkon wieder mit Homies und hatte irgendwie diese Idee zu diesem Logo. Dann bin ich zu Nico gerannt am nächsten Tag. Dann war das ja noch mit Schere, das Logo. Ja. Dann haben wir die Schere weggelassen, haben das Logo fertig gemacht. Auch das finde ich ein Baba-Logo, by the way, immer noch. Und dann haben wir aber auch noch parallel diesen VR-Shop gemacht und haben so voll auf die Kacke gehauen für eine, so eine Black-Friday-Kollektion. Boah, stimmt, das war echt viel, was wir da gemacht haben. Da war Schere auch Thomas krass am Start mit dem VR-Shop und das war heftig. Ey, das war echt, also wir haben richtig uns Mühe gegeben, obwohl es eigentlich nur zwei Sweater und eine Hose war. Die Hose war aber auch wieder, also kurz, die wurde ja auch produziert, da haben wir die Produktionsstätte von Ami Paris also herausgefunden, wo die produziert, und haben dort die Hose gemacht mit Vigas. Ja, stimmt. Das ist die Vigas-Hose gewesen. Vigas. Das war die Vigas-Hose. Alter. Ja, da gibt es auch sehr viele Running Gags bei uns über die Namen von den, Stoffproduzenten. Vigas. 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 Da gab es noch die Brillen. Oh, shit. Bro. Die Brillen, Alter. Ey, wir. Oh, ich habe die schon voll vergessen, Digga. Ey, da kommen Leute her, so sehr korrekt, Dreier gespannt. Ey, wir haben Firma, Startup, so ähnliche Geschichte wie wir, erzählen uns, ja, ich habe auf Festival Brillen getragen und Leute haben danach gefragt und dann habe ich die weiterentwickelt und gemacht und so wie wir das mit Klamotten irgendwie so aus Passion irgendwie versucht haben zu machen, bla bla. Die Geschichte ist ja bekannt so. Was da, wir haben ja da unseren Talk dazu gegeben schon. Ja, haben wir. Ich finde, wir sollten hier so auf Sachen eingehen, die man halt so noch nicht gehört hat. Die Brillen liefen gut, aber. Ja, das ist doch gut. Wie viele wurden zurückgeschickt? Das ist vielleicht interessant. Wie viel wurde raus? Ich glaube, 4 hast du mir mal gesagt. Was, 4? Deswegen? Ich glaube 4, weil Nico hat, glaube ich, gesagt im Stream, dass jeder zurückschicken kann, wenn die deswegen nicht mehr haben. Und du hast mir gesagt, dass deswegen 4 zurückgeschickt wurden. Ja, das war wirklich kaum was, weil das haben wir am Ende dann nochmal abgerechnet so mäßig, dass die, wo es zurückgeschickt haben, dass sie halt, also dass wir das auch nicht zahlen müssen. Ja. Das waren echt eine Handvoll. Also die Brillen waren schon gut, Design war halt nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Aber die waren qualitativ, waren die echt gut. Ja. Also, die waren qualitativ, waren die krass. Aber da wollte man einfach transparent sein und den Leuten halt die Möglichkeit geben, die sich halt da verarscht gefühlt haben. Aber auch eigentlich bei diesem Bericht so, gehen zum Optiker ganz am Ende, sagen, ah, die Brille ist gut, aber ja, jetzt reden wir jetzt runter. Egal, gut, wir wussten es nicht, haben wir gesagt. Auch hier ganz kurzer Funfact. Ich habe es damals auch Funk und Co. angeboten, dass sie herkommen sollen und dass wir denen das alles zeigen auch und den anderen, wie viel der Einkaufspreis war von der Brille, weil da kursiert ja dieses 2 Euro oder 1 Euro Brille-Ding, ja. Haben wir auch gezeigt, keine Ahnung, dass die 18 Euro irgendwas gekostet hat oder so. Ja, das also, ist ja voll der Quatsch. Da ist aber keiner ist dann vorbeigekommen und wollte sich die Dokumente angucken. Also so mal kurzer Funfact. Ja, das ist doch der Klassiker. Aber Eleven. Da war das Shooting. Oh, da war Maria war da beim Shooting. Ja, ja. Ja, Mann. Ja, Maria war da beim das Shooting. Das Video war krass. Das Video ehrlich, Real Talk, ich weiß noch, wie wir das Video gemacht haben, haben wir so Drehbuch doch geschrieben. Ich weiß, da habe ich doch diese Surrealismus-Präsi erstmal gehalten. Ja, euch. Ja, habe ich diese ganzen Dinger gezeigt von Dali mit der Zeit und bla und alles. Und gesagt, ey, lass Traumlogik machen, wir machen den Cut, dann das und diese Ding-Sachen. Ich muss sagen, ehrlich, das Video ist für mich wahrscheinlich das beste Ola Kala-Video, was wir jemals gemacht haben. Das war auch sehr gut durchgescriptet. Ja. Ja, man hätte meinen können... Am meisten Zeit da. Also wir haben meistens halt wirklich damit verbracht, um uns das Video zu konzentrieren, im Vergleich zu den anderen. Ja, und man muss auch sagen, dass wir da nochmal komplett anders aufgestellt waren, weil wir haben da zum ersten Mal richtig ein Shooting so in der Location gemacht. War das erste Mal bei Peach & Cherries? Genau, und zum ersten Mal richtig mit VFX noch gearbeitet und das so alles zusammen hat halt krass geschallert dann. Aber das Video war echt, das muss ich auch sagen, finde ich bis heute sehr geil, auch die Musik. Ja, die ist im Kopf noch, wie Maria auf der Brille läuft und so. Das hat Timmy sehr geil geschnitten. Guck mal, da gibt es zum Beispiel noch den Shot, den haben wir nie mit reingenommen, weil der ein bisschen weird aussieht. Den really Shit, den kannst du mal zeigen, ja? Ach, yo. Weil wir hatten halt so ein paar verschiedene Ideen, haben so gesagt, ja, lass alles machen, am Ende gucken wir, was wir mit reinnehmen. Ey, ich sag euch mal ganz kurz eine richtig asoziale Sache. Und zwar, ihr müsst ja überlegen, man muss ja für jedes Shooting Models aussuchen, ne? Und ey, ich sag eine Sache. Ey. Wenn so 6, 7 Typen am Tisch sitzen und dann so... über die Models, weil es geht ja darum, das Model halt optisch zu bewerten, ne? Das kannst du echt, solche Gespräche dürfen nie rauskommen, die da rumgelabert wird, ey, was aber da das gesagt wird. Aber das ist das Lustigste in der ganzen... Es macht übel Bock, es ist übel witzig, aber es ist so asozial. Also ganz echt, das allerlustigste Ereignis eigentlich, also eins der lustigsten Ereignisse in dieser Firma ist, wenn Nico, Vince und ich sagen, okay, wir gehen Models aussuchen für Shooting. Ich sag mal, das ist wie so eine private Folge, wir bewerten Instagram-Models. Man muss echt sagen, es gehört so...
mich schickt es immer selber, wie viel da eigentlich dazugehört von diesem, du willst eine Klamotte machen zu dem, du willst sie raus, oder bis du sie rausbringst, was du alles beachten musst. Ja. So. Man muss auch kurz noch sagen, das fällt mir gerade ein, bevor wir 11th D gemacht haben, haben wir schon mit Neighbors Cherries angefangen gehabt, weil wir wollten es im Dezember rausbringen. Das wollte ja vorher kommen. Aber es war absolut nicht drin. Deswegen haben wir noch... Oh mein Gott, stimmt. Ja, ey, mit der Jeans, über Neighbors Cherries müssen wir auch echt mal Neighbors kurz Cherries reden, Alter. Im Sommer gemacht, habe ich dann nämlich in Urlaub gefatzt. Währenddessen war Bro, das ein bisschen Chaos. Obwohl das so Acne-inspiriertes Artwork war. Ey, haben wir mal über das Artwork irgendwo geredet? Ja, ja. Obwohl im Stream, oder? Ja, ja. Also obwohl das so Acne-inspiriert war, Bro, ich habe in mein Notizbuch geguckt neulich, als du es gemacht hast. Das waren so 12, 13 Iterationen. Ey, ich glaube, wir hatten fast die meiste Zeit in diesem Artwork. Ja, ja, aber das, ich muss ehrlich sagen, qualitativ war das sehr gut. Also so, also von der Ding her. Also wie wir das. Jetzt kann man sagen, Akne, dies, das, aber vom. Ja, man kann es auf jeden Fall sagen. Es ist ja auch so. Ja, du safe, hattest diesen Sweater und wir haben uns davon. Ja. Das Bild fühle ich auch richtig. Das ist typisch ich. Ich weiß nicht, was es war, aber es ist so typisch Tim, so irgendwas über Artwork, so damit ficken wir uns. Nein, da war, ich glaube, wir haben ja beides gemacht. Du musst dir denken, am Anfang sah das einfach so aus. Digga. Ja, aber ganz kurz, das war immer dieses, ihr müsst euch das vorstellen, das war das Einzige, was man nur sieht, und in meinem Kopf war das dann ganz anders, aber ja. Ey, da sind so viele Stunden reingeflossen und irgendwann am Ende war das wirklich so, ich habe mit Tim dieses Telefonat geführt, als Artwork fertig war, und ich so, Digga, wir können das nicht rausbringen. Oh mein das Gott, sieht stimmt. einfach genauso aus wie das von Akne, ne? Und so, es ist auch einfach so, aber diese Arbeit, die da reingeflossen ist, es hat so lange gedauert und immer wieder... Wenn man auch mit Tim in einem Meeting sitzt, Tim ist so perfektionistisch, man sagt, ja, nee, das müssen wir noch anders machen und da unten muss noch klein das und das drinstehen und so. Und man dreht da fast durch und dann denkt man sich am Ende so, Digga, eigentlich können wir es nicht benutzen. Es ist schon sehr schade, aber... Ich habe dann Zimmerübungstaktik mit Nico gemacht. Das sind auch Sachen, aus denen lernt man auf jeden Fall. Da muss man sagen, das hat Tim dann auch durchgebracht, dass wir es doch verwendet haben. Wir hatten aber auch, ehrlich gesagt, nicht so eine andere Möglichkeit. Ja, wir hätten schon sein... War schon kurz Diskussion im Raum. So, aber ehrlich, guck mal, ganz ehrlich... andere nehmen... Dass wir es kommen, also ja, wir hatten ja noch so ein Front-Artwork, dass wir nur das nehmen. Ja, okay. Ja, aber auch hier. Das sah aber auch geil aus. Ja. Aber hier muss ich kurz sagen: guck mal, wir haben in dieser Kollektion haben wir das erste Mal richtig viele Teile gehabt. Also, wir hatten ja Kordjacke, also zwei Kordjacken, zwei Anzugshosen, also so genau 11 Sachen, und davon war halt effektiv, waren auf 2 Sachen war dieses Artwork drauf. Ja. So. Und dann haben wir aber uns nur so im Kopf gefickt wegen diesen Sachen. Aber da sieht man mal wieder, und hier war so die Transformation, da haben ja Nico und ich dann auch gecheckt, so ey, ganz ehrlich, Digga, ich habe keinen Bock, irgendwelche Artworks zu machen. Es gibt Logo-Designer, die können das besser. Dann kann ich mit denen reden, wie man sich das vorstellen kann, die Herleitung und so weiter und so fort. Halt was, also so halt, damit man so ein Lied hat, für was macht man als Thema, ja. Das ist auch so eine Rolle, die mir immer Spaß gemacht hat, um das dann mit Nico zu gucken. Und Nico vor allem so, ey, das ist jetzt halt modisch geil, da ist der Stoff gut, der Schnitt sitzt, das ganze Produkt macht Sinn, also die Idee ist perfektioniert worden, so, das hast du vorhin sehr gut gesagt, so, ey, das ist wie bei der Scuba-Jacke, die Idee ist cool, aber wenn du das Konzept halt nicht perfekt machst, dann ist es scheiße. Dann bringt dir auch die beste Idee der Welt nichts. Ja, das Ding ist halt, es war halt eine krasse Zeit, in der jeder so seinen Posten herausfinden musste, was er halt am besten kann und wo er am besten halt eingeschaltet wird und gefragt wird. Weil damals war das so, jeder sagt zu allem was. Und dann hattest du halt Meeting mal 10. Wir hatten auch eine Phase nach Neighbors Cherries, meine Freunde. Da hat Nico nämlich Artwork gemacht. Dazu kommen wir noch. Generell finde ich es bis heute krass, dass viele sagen, Neighbors Cherries war die beste Kollektion. Das sagen immer noch so viele. Bro, Bones hat das auch getragen. Aber das sagen voll verrückt. Viele wegen dem Artwork. Ja, es ist halt so ein sehr prägnantes Artwork. Also man muss ja auch mal ehrlich sagen, ne? Also ganz, man will jetzt nicht das Akne-Thema unter den Tisch kehren, aber Cherries und Eis ist auch ein Thema, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Bro, ich habe neulich mit Sucuk und Bratwurst haben auch zum Beispiel, habe ich auch gesehen, haben auch so Ding gehabt. Dieses allein Thema im Cocktail halt Cherries und Eis, das ist ein gängiges Ding. Aber ja, auf jeden Fall, Akne war die Inspiration. Wir wollen uns hier beziehungsweise die Komposition des Bild. Ja. Man kann schon dazu stehen. Nein, guck mal, was ich sagen will, ist nur, das ist ja nicht, wir haben ja versucht, was zu machen, und dann haben wir im Prozess halt gemerkt, fuck, das macht nur so Sinn, wie Akne das arrangiert hat auf dem Bild. Ja. Also das Bild macht anders keinen Sinn, wie du das, ey, aber ganz kurz, wir wurden ja auch gebeitet da. Also ja, unser Ding. Kann man auch mal einblenden. Das ist auch witzig. Neighbors Berries, Alter, Henry hat's getauft. Neighbors Berries. Achso, die haben es aber nicht so genannt. Nein. Achso, Digga. Neighbors Berries. NC war aber witzig. Ja, das kam aber krass an. NC war die krasseste Kollektion, auch finanziell dann. Ja.
Gut, wir hatten auch mehr Sachen, bla bla. Und da war echt so. Generell Feedback und so alles. Bro, aber ja, mal A, aber 11th D, also ab 11th D hat man gemerkt, das war so dieser Boost in, wir machen, ich sag mal, man kommt in so eine neue Ebene. Kam danach Play? Alles. Ja. Ah, stimmt. Danach kam Play. Das war der Shockdrop. Das war der Shockdrop. Mini-Drop. Mini-Drop. Ja, ja, ja. Ich sag euch ehrlich, also bei Play, ey, da haben wir uns auch wieder krass übernommen. Wir wollten nämlich irgendwie 4 Kollektionen und 2 Mini-Drops machen in einem Jahr. Mhm, am Anfang sogar 3. Wir wollten 3 Mini-Drops machen. Digga, richtig übernommen, Digga. Ja, 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 ja. Aber ich fand, hier war das wieder so ein Ding, wo man gemerkt hat, wir hatten an sich, finde ich, eine coole Idee, weil diese ganze Nostalgiewelle, also wir haben es ja relativ früh hier Ding, Pokémon-Karten-Ding machen, haben wir angefangen, hab ich auch wieder bekifft Texte geschrieben für diese Karten, für, wo wir immer, wir haben ja da auch dieses Goodie-Game angefangen bei 11th D sogar. Ja. Haben wir dieses Goodie-Game angefangen. Cherry's Mincebox war auch sehr, sehr geil. Genau, Cherry's Mincebox, also kurz hier auch so ein kleiner Fun-Fact, beziehungsweise interessant auch das haben wir auch abgefüllt in der Inklusionswerkstatt. Also ja. Wurden die Minzpastillen abgefüllt. Da muss man aber auch mal sagen, zum Beispiel allein bei diesen Goodies, wie viel Mühe wir uns immer gegeben haben, weil es jetzt nicht so ist, dass wir zu irgendeiner Agentur gehen und gesagt haben, ja, wir brauchen Minzpastillen, sondern wir haben die, gut, die haben wir jetzt nicht produziert, die Minzpastillen. Nein, aber wir haben die selber Box zertifiziert. Selber designt, wir haben die Box selber zertifiziert. Selber Die Box hat Sascha designt, also ein Homie von uns. Allein schon, wie oft wir hier waren, um die anzugucken. Auch die, wir haben die ja geprägt und so. Also auch die, was das kostet eigentlich. Also andere würden die für einen Zwanni verkaufen. Ja, Mann, ich habe dich sehr gehasst dafür. Ja, ist echt so. Ja, dafür werde ich tatsächlich echt gehasst, weil ich war immer so. Im Nachhinein war es übel geil. Genau, und dann hatten wir diese Idee mit den Karten und diesen ganzen Nostalgie-Vibe und so, den ich tatsächlich auch sehr feiere, wo wir so ein bisschen unsere Kindheit ja gedingst haben. Und, aber das war dann später auch ein bisschen infantil und man hätte die Idee noch viel besser machen können. Aber auch da wieder dieser Shadowwax, wo man auch wieder hier auf Balkon haben Shadowwax reingezogen und gesagt, ey, lass den geil. Typen vertonen und so. Lass dies machen, jenes. Nico hat ja dann das Rigging, also nicht Rigging, aber Nico hat ja quasi, wurde ja nachanimiert, wie Nico läuft und in den Maniac spricht und so. Ja, weißt du das noch, Nico? Stimmt. Ah, stimmt, du hast Alter, gespielt, Alter. Ja, Mann. Digga, ich hab da dir. Hey, sowas kann man mal einblenden eigentlich. Ja, ja. Hey, ich finde, ganz ehrlich, ich finde den Move eigentlich so, ich kann verstehen, wenn man den so ein bisschen auch cringe findet und so, aber ich finde an sich den Ansatz, sowas zu machen, so von der Idee her, so auch mal sich vielleicht über etwas tiefere Modethemen oder generell über Themen so lustiger zu machen in der Form oder irgendwie so was zu vermitteln, finde ich eigentlich voll die geile Idee mit sowas. South Park-mäßig. Da kann man in Zukunft bestimmt öfter nochmal ein bisschen anders in das Thema reingehen. Guck mal, das war am Anfang so das Design. Stimmt, Stefan, Alter. Ja. Erstes Mal Stefan, ne? Das war das erste Mal Stefan, ja. Ja, mit auch voll David zusammen. Ja, im Tonstudio mit Zedwix, das war auch geil. Das war aber auch so anstrengend getragen. Digga, das war voll die richtige Info. Am Anfang haben wir also die erste Aufnahme direkt genommen und gesagt, oh, die ist übel geil. Und dann haben wir uns richtig reingesteigert in so jeden Satz, so jedes Wort nochmal. Yeah. Wir gesagt haben, na, geht schon nochmal besser und so. Und dann haben wir uns richtig reingesteigert. Aber das war witzig. Ja. Also allein das aber die Karten sind auch geil geworden. Ja, das war richtig cool, dass die da waren. Und das muss auch jetzt hier tatsächlich zur Historie dazu sagen, das war das erste Mal, wo Stefan, unser jetziger Designer, mit designt hat. Mhm. Er hat ja dieses Pokémon-mäßige, also Maniac gemacht. Ja. Aber bei der Kollektion, ja, das war dann auch, du trägst ja gerade die Hose, lustigerweise. Ja, das war so eine Kollektion, wo ich, der hätte ich mir gerne mehr Zeit gegeben. Mhm. Also so, die Idee war geil, aber jetzt hätte ich es ganz anders gemacht, wie es Nico gesagt hat. Aber da waren viele, also ich finde, man merkt halt, dass man halt probiert. Ja. Zum Beispiel mit den Karten, was ja auch geil war, dass es diesen Card-Pull-Ding hatte mit Seltenheit und so. Die waren schon krass, die Karten. Von der Qualität. Von der Qualität, Bro, die waren, das ist Yu-Gi-Oh-Karten-Qualität. Also auch die Holos, wie sie gemacht worden sind. Bro, ich war hier 2 Tage, habe ich mich eingesperrt mit Ding. Wir haben jeden Scheiß auf der Karte definiert. Ja. Ich habe mit denen Diagramme gemacht zu jedem Ding. Ich habe es richtig gemicromanaged. Ich war so, nein, das kann nicht so. Das ist Shit. Aber Dingens, was man zum Beispiel auch, was voll geil gewesen wäre, gerade zu zeigen, wir haben auch so diese Tasche, die wir gemacht haben und so. Mhm. So, ja, so lauter Kleinigkeiten, die man auch so unabhängig davon macht, was man rausbringt und zeigt. Ja. Ja. Kann man ein echtes Bild einblenden. Oder diese andere, diesen Rucksack. Ey, vor allem, dieser Rucksack. Das habe ich mich bis heute gefragt, das muss ich auch mal morgen abchecken. Wir hatten doch so diesen Maniac als Riesending bestellt. Ja. 1000 Euro oder 1, 2, irgendwie sowas. Wo ist der? Als 2-Meter-Ding, der kam nie an. Stimmt, Mann, wo ist der? Das müssen wir mal abchecken. Weil irgendwie hatte der eine Lieferverzögerung und dann waren wir, glaube ich, so, ja, wir brauchen den doch nicht mehr und so. Ja. Irgendwie sowas war. Der ist safe. Das ist, was CK fragen, wo das ist. Ja. Ey, verrückt. Das wäre witzig, wenn wir den hätten.
Podcast mit Maniac. Ey, aber ganz ehrlich, ich feier Maniac als Geschöpf. Ich finde, das war eine sehr lustige Sache. Also da, vor allem das Sandwich so als... Die Animation war auch geil. Ja, Bro, der hat übel ewig dran gedingst. Ja, ja, ey, kannst du die richtig flauschig machen? Ey, Noah, kannst du die richtig flauschig... Nein, richtig flauschig machen. Vor allem für die war es ja auch das erste Mal so eine Vollanimation komplett. Und das war schon krass. Ah, jetzt kommt die Kollektion. Ja, jetzt kommt die Kollektion. Wo ich der Designer war. Ja, ja, ja. Hä, hey, was meint ihr denn gerade? Ich weiß gar nicht mehr, was danach war. Ich war ein Ding, ich weiß nicht. Ich stehe gerade mies auf dem Schlauch. Ey, Bro, ich hab mit Stefan gesprochen. Lass mal Tauben machen. Erzähl uns mal, was du dir gedacht hast dabei. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich fand's schon fresh, Digga. Nein, aber so scheiße war es auch nicht. Man muss auch sagen, wenn Leute den Stick hier sehen, sagen die sehr oft noch, das ist wirklich geil. Nur das ist auch geil. Sprint war, ey, blende mal bitte kurz den Stick ein. Also ihr müsst euch überlegen. Und man hätte da auch schon was draus machen können. Das haben wir nie so richtig erzählt, ne? Nee. Wir haben eine Kollektion komplett verworfen und waren eigentlich schon so mäßig am Ende mit der Kollektion, weil wir gesagt haben, wir fanden die dann einfach scheiße. Und das hat uns auch schon wieder... Das kostet uns immer noch. Das fickt uns heute noch. Das fickt uns heute noch. Wir müssen euch überlegen, wir haben da einen Sticker beauftragt, der das sehr, sehr krass macht. Der Stickdon. Das ist einer der krassesten Sticks, die ich jemals gesehen habe. Die haben das wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht, Alter. Das stimmt. Also der Typ macht nichts anderes, außer Sticks quasi zu optimieren. Und die, weil ihr habt ja bei der Datei, müsst ihr euch vorstellen, du musst quasi die Datei, die soll ja nicht nur auf dem Screen gut aussehen, sondern du musst sie dann ja quasi nochmal rausrendern und optimieren für die Art und Weise, wie sie dann, ob sie gedruckt wird, wie sie gedruckt wird, ob sie gestickt wird, wie sie gestickt wird. Und der Typ hat diesen Stick, der ist noch unten. Ey, Bro, so einen Stick habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Jedenfalls, die Kollektion sollte Bye Bye heißen. Und das war so dieses Thema, wir verabschieden uns von Masken und wir leben wieder in Freiheit, weil Corona angeblich vorbei ist und alles drum und dran. Und dann haben wir die Kollektion durchdesignt, bla bla bla, diese Teile machen wir, alles drum und dran. Und dann kamen irgendwann die Samples an mit den Fliedertönen und wie wir das alles machen wollten mit den Prints. Und wir gucken diese Kollektion an. Da hing wirklich so eine Kleiderstange voll mit Teilen. Stell dir vor, wir hätten das rausgebracht. Wir haben dieses Meeting, wir gucken uns die einzelnen Teile an und denken so, Jungs, verfickte Scheiße, Mann, das kann man nicht bringen. Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, wir verwerfen's. Der Stick ist halt wirklich geil. Da kamen auch viele Sachen zusammen in dem Meeting. So, der Print war kacke, die Stofffarben waren kacke, der Stoff an sich war auch kacke, die Schnitte waren kacke. Und dann war so, lass einfach. Ja, aber man muss kurz erklären, wieso das alles so kacke ist. Weil wir sind gewechselt auf eigene Produktion, auf eigenes Sourcing-Netzwerk. Also wir sind quasi weggegangen. Stimmt, das war die erste. Nee, das war die zweite. Das war die zweite, wo wir von allem weggegangen sind. Ja, Play alles war, aber der Play war nur Cotton. Von der. Ja. Und da haben wir angefangen quasi, also normalerweise ist es ja so, dass die allermeisten Leute quasi mit Produktionsagenturen arbeiten und quasi, wir haben ja dann Designer in-house, die sind aber unerfahren, Textiltechnologie in-house, aber noch unerfahren, Grafikdesigner unerfahren, wir unerfahren, Sourcing-Agentin auch hier unerfahren. Und dann kommen ganz viele Themen auf, allein dieses Thema Farbe, so dass du dann wirklich, du bekommst einen Stofffetzen, dann siehst du die Farbe drauf, sagst du, ah ja, sieht nicht schlecht aus. Dann lässt du einen Pulli draus machen, dann siehst du die Farbe im Pulli gesamt und auf einmal sieht scheiße aus. Und du bist aber so, ja okay, aber du musst jetzt den Stoff bestellen, weil wenn du ihn jetzt nicht bestellst, dann kann das Datum von dem Release nicht eingehalten werden. Und dann hat es auf einmal angefangen, weil man jede Stelle selber sozusagen gemanagt hat, hat man krass angefangen zu strugglen, weil man komplett keine Erfahrungswerte hatte. Und Digga, das war... Ich weiß doch, Digga, Nico und ich stehen vorne auf diesem Ding mit allen da und Bro, wir gucken diese Farben an. Das ist irgendwie so kleine, wirklich, also so große Stofffetzen, Alter. Und dann ist so, welchen Fliederton pickst du jetzt? Ey, Gott sei Dank haben wir uns da Zeit gelassen. Weil den Fliederton, den wir gepickt haben, der ist Baba geworden. Ja. Der ist perfekt geworden. Das ist, aus der Kollektion ist dann auch Industries entstanden. Ja. Und, aber das hat uns extrem viel Zeit und auch extrem viel Geld gekostet. Das hat uns richtig, also ihr müsst euch ja überlegen, ne? Das ist also kurz, ich mag es nicht so von diesem... Fashion-Marke zu kaufmännisch zu gehen, aber du verdienst ja Geld mit den Drops und so finanziert, so haben wir auch dann quasi die Firma finanziert und dann ist es halt so, wenn du halt keinen Drop hast, hast du kein Geld und dann kommst du halt ins Schwitzen und jedes Mal, wenn du halt den Drop verschiebst, dann Gehälter laufen ja weiter, du kannst nicht sagen, so, ey, wir haben keinen Drop gemacht, jetzt okay, 20 Leute, geht, verpisst euch und dann kommt ihr wieder, wenn wir droppen. Ey, das war richtig Schwitzerei. Und dann haben wir es halt noch hinbekommen, aber ich meine, ganz ehrlich, also hätten wir das rausgebracht, wären gefickt gewesen, das wäre übel der Schrott gewesen, ganz ehrlich. Wir hatten eine krasse Stickerei. Der Stick war krass. Man hätte schon noch was retten können irgendwie, aber... Ja, aber nicht so, dass du zufrieden wärst damit. Also ja, nicht so, dass du dich da hinstellst und sagst, ey, ich finde das
Geil. Dann war es aber viel schlimmer, aus dem, was wir schon hatten, nochmal was ganz anderes zu machen, ja, weil wir keinen so fresh Start hatten quasi. Ja, ja. Das war, wir waren so halb drin, halb ja, nicht. Aber ich muss sagen, da sind ein paar sehr krasse Sachen entstanden in der Kollektion. Also zum Beispiel die Hose, die Nico anhat, finde ich immer noch. Genau, Monogramm hatten wir schon davor. Genau. Hier zum Beispiel haben wir es mal so printen ja, lassen. Oh, stimmt, da haben wir so ja, angefangen, diese Lasertests. Ich schick mir die ganzen genau, Bilder rüber, die kannst du alle einblenden. Das ist voll ja, interessant, ja, glaube ja, ich, zu sehen. Blenden mal ein. Ja, da hat es so angefangen, wirklich so diese, ich sag mal, mit CK auch diese ganzen Entwicklungssachen zu machen. Weil dann fing es so an, zum Beispiel mit diesem Lasern, wo wir dann so bei verschiedenen Jeans-Herstellern haben wir gelasert. Und dann war das ja so, dass dadurch, dass eingelasert wird, haben wir die Nähte verbrannt und so. Und dann waren das solche Filme. Aber das sind so laute Sachen, die bekommst du nicht so mit, wenn du die Sachen von irgendeinem Zwischenmann machen lässt. So, es war auch voll interessant zu sehen, was es da für verschiedene Herangehensweisen gibt, was für Risiken, wo halt auch in der gesamten Modebranche so die wirklich die verwerflichen Sachen auch liegen. Ob es jetzt zum Beispiel, als gutes Beispiel nehme ich eigentlich immer die Wolle, wenn man Schafswolle benutzt, da gibt es einen... So, bei Eleven Thee war das Thema. Mit dem Mulzing. Das war nicht bei Eleven Thee. Doch. Das war, da war das Thema, da hast du echt? Das thematisiert gehabt, ja. Okay. Ach so, da habe ich es ins Rennen gebracht. Genau. Da hast du drüber gesprochen. Aber das Zertifikat... Nein, aber da hast du halt... Also da hast du das... Wir ja, haben es gibt da so in der Modeszene, ist es ja voll viel so, dass gerade auch so bei den ganzen Labels, die halt ultra billig ihre Sachen verkaufen, mit viel Polyester arbeiten, alles sehr unter schlechten Arbeitsbedingungen, auch für die Leute, die das Ganze nähen oder auch die Stoffproduzenten und so. Und das sind halt alles so Sachen, das ist extrem schwierig, das wirklich ins letzte Detail zu prüfen. Aber wir probieren natürlich, so gut es geht, zu checken, dass die Sachen, die wir da rausbringen, auch... Wir können es einwandfrei prüfen. Also das war sogar so, dass wir zum Beispiel, also hier kurzer Funfact, da gab es eine andere Agentur, mit der wir mal quasi gearbeitet haben. Und die haben ja halt jahrelang Stoffe bezogen aus Polen und haben halt immer gesagt, das ist polnischer Stoff. Dann zu Corona-Zeiten haben die halt gemerkt, dass sie den Stoff nicht mehr aus Polen bekommen. Dann hat unser Sourcing-Netzwerk, beziehungsweise unsere Sourcing-Dame und noch unser Mann hier, der Ingenieur, die haben mir dann gesagt, so, ey Tim, das ist chinesischer Stoff. Ich war so, das ist kein chinesischer Stoff. Die werben damit, dass die alles in Europa machen, dass sie in Europa produzieren und europäischen Stoff verwenden. Die werden doch kein Ding machen. Und dann ist herausgekommen, dass dieser Stoff, der nach Polen geschickt, also dass dieser Stoff von den Polen aus China gekauft wird und die halt quasi dann sagen, ey, das ist polnischer Stoff. Auch hier ganz kurz, das machen also es gibt auch viele italienische, in Anführungszeichen, Webereien, die quasi den Stoff quasi aus China holen und dann nur einen Veredelungsprozess machen und dann ist das italienische Wolle. Made in Europe oder Made in Italy oder sowas steht, kann man dann offiziell draufschreiben. Also es gibt 90% auch ganz viele der Modeunternehmen wissen nicht, woher ursprünglich die Stoffe kommen. Also es ist sehr, sehr, sehr krass interessant. Und dann, also... Und es gibt zum Beispiel auch was, und zwar die Etiketten, die in den Klamotten drin sind. Wenn man zum Beispiel einen Teil hat, wo zum Beispiel, keine Ahnung, 50% Polyester drin ist, dann gehen auch manche Unternehmen her und schreiben einfach 100% Baumwolle drauf, weil die Strafen sind so verschwindend gering, dass es denen einfach egal ist und das kommt dann einfach besser beim Konsumenten an. Also es gibt in der Modebranche gibt's extrem viele eklige Tricks, extrem viele Leute, die darunter leiden, dass unter Produktion unter Druck gesetzt werden und Co. und alles drum dran. Es gibt extrem viel Leid in dieser Branche, aber man probiert natürlich immer, diese Branche ein Stück besser zu machen, als zu sagen, man scheißt komplett drauf, weil Leute werden immer Klamotten kaufen wollen. So und ganz kurz, das kann man, das, was Nico sagt, weil Nico hat wirklich diese Ansätze immer und sagt dann, ey, lass hier gucken, da, dies, das und so weiter. Und ich sehe das ja auch kein Deut anders. Das Ding ist aber, das kannst du am allerbesten machen, wenn du selber deine eigene Produktion machst. Also wenn du jeden Schritt selber verfolgst. So. Genau, und wenn du auch dafür die Experten quasi dir ranholst in der Firma. Und das ist halt so. Also ich glaube, hier hat sich auch so der Schalter umgelegt nach 11th D war das, wo wir gemerkt haben, ey, wir verdienen hiermit wirklich sehr gutes Geld. Und da haben wir sofort, sehr früh, also 2020, haben wir gesagt, wir investieren alles full blown ins Team. Ja. Also lass Designer holen, lass und so weiter, lass ins Team investieren. Und das ist sehr, sehr krass. Also ich weiß noch, als CK zum Beispiel diese zwei Stoffe gebracht hat vom Italiener, die Wolle und dieselbe, also die Wolle aus China, von denen die Italiener das holen. Und der ist halt alles da auch mit diesen anderen Stoffen. Bro, du guckst unter diesem Mikroskop, das ist halt crazy. So, das ist derselbe Scheiß, also derselbe Scheiß. Aber also auch hier, wir haben davor mit Leuten gearbeitet, die 20 Jahre Produktionserfahrung hatten oder so und die wussten das nicht. Also die wurden selbst aufs Kreuz gelegt. Und also willst nicht kommen und sagen, dass wir hier nicht so geheimdienstmäßige Strukturen haben, aber das ist schon, also ich sag euch ehrlich, also ich weiß, es sieht so, hey, wir sind zwei Affen hier, die auf Couch sitzen und über die ganzen Sachen sprechen.
Aber ey, das ist richtig verrückt, wie schnell wir an solche Infos kommen und wie schnell man wirklich, also was es heißt, so eine Organisation aufzubauen. Das ist wirklich verrückt. Also früher, erinnert ihr euch, Bro, du hast in einem Jahr irgendwie 2 Stoffe präsentiert bekommen. Heute, du kriegst am laufenden Band. Wir gehen nach Istanbul und checken 500 Stoffe ab. Ja. Aber theoretisch, wenn du die dann alle benutzen willst, musst du bei jedem Stoff checken, wo wird er produziert, wie geht es dem Baumwollbauern, der die Scheiße anpflanzt. Es ist halt extrem schwierig, alles checken zu können. Deswegen, man kann auch nie alles perfekt machen, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn man da hinterher ist, zu sagen, man probiert es möglichst moralisch korrekt zu machen und möglichst nachhaltig zu gestalten, gibt es auf jeden Fall Wege, das zu optimieren. Ja, aber wir haben ja die größten Hebel, glaube ich. Also wir identifizieren die größten Hebel und wir arbeiten da stetig dran auf jeden Fall. Das war die 11. Kollektion. Ehrlich? Und jetzt 12. Ja. War Isolation. Also 11. war Industries, ja. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Also war kam dann das Artwork im Endeffekt bei raus. Nach auch, glaube ich, zig Versuchen. Also ja, ja, das mit war... Mit 5 Designern, dann am Ende dann mit einem. Ja, war... Das Artwork ist, wie soll ich sagen, also die Idee wieder besser als die Umsetzung. Aber ich bin sehr froh, dass wir uns vom Thema Artworks etwas... Dass wir uns da ein bisschen Backprint zurückgeschraubt und so, haben. Ja, ja. So, und das war jetzt mal ein bisschen entspannter. Wir fühlen es ja auch nicht mehr wirklich, muss man auch kurz sagen. Also deswegen rede ich da auch so drüber. Das ist so, ich glaube, diese Artwork-Sachen sind ja auch so, Digga, du bist dann so drin und dann musst du irgendwie, also, du war, also offen gesprochen, diese Backprint-Sachen verkaufen sich unnormal gut, aber wir fühlen die ja selber nicht und dann denkst du so, ey, lass mal halt einfach weggehen davon. Und wir haben halt auch immer probiert, viel Geschichte in eine Grafik zu packen. Das ist der falsche Ort. Anstatt in das Ganze drumherum halt. Ja. Also die ganzen Shooting-Geschichten und Co. Und wie man das ganze Theme aufbaut. Wir haben es halt probiert, alles in die Grafik zu packen. Da lässt sich drüber streiten, ob das der richtige Ort ist, würde ich sagen. So, es gibt, man kann auch voll dafür so argumentieren, dass es im Artwork voll geil ist und so. Aber man hat es halt sehr oft gemacht jetzt. Man hat es nur dort gemacht. Genau, und vielleicht findet man es deswegen jetzt auch gerade mal so angebracht, das mal in der Klamotte mehr rüberzubringen als im Artwork oder irgendwo anders. Aber es ist auch eine gute Sache gewesen. Aber Kollektion auch ist krass angekommen. Da war Shooting noch lustig. Shooting war Baba, weil Tüte war da. Wo du mit Buggy und Hole gedreht bist. Hä? Wo du mit dem Buggy Hole gedreht bist. Ja, man, stimmt. Ja, ich bin mit dem Tüte Bro. War da. Ey, ich hatte so eine Schicht schwarzes Ding auf meiner Fresse, Digga. Ja, Digga, Isolation. Krasse Kollektion, meiner Meinung nach. Isolation war echt die beste. Isolation, sehr, sehr wild. War die beste, also war die beste Kollektion. Also Industries war auch Baba, guck mal, die Frauensachen waren krass. Also dieser Jeansanzug Baba, die Jeans Baba auch mit dem Laser und so, fand ich echt krass. Die Jacken waren fett. Der Stick war gut, hätte man sich jetzt auch sparen können im Nachhinein, wäre ein bisschen dezenter gewesen, aber trotzdem fett. Die Hosen waren krank, ehrlich, die Hosen waren krass. Und sonst, ich weiß nicht, was da sonst, ja, die Sweat war halt. Es war eine sehr große Kollektion. Genau, die Kollektion war zu groß. Die war zu groß, zu viel Auswahl, zu viel. Ja, allein von den Sweat-Sachen, Digga, dann 3 verschiedene Sweater, 3-4 verschiedene T-Shirts. Ja. T-Shirts. Was geil war, aber Jogger. Wir haben da die Kette gemacht. Stimmt, da haben wir die erste Kette gemacht, unseren Schmuck rangewachsen. Das kam sehr gut an. Das ist auch eine Sache, da wollen wir in Zukunft noch viel, viel mehr machen. Ja. Naja, Mann. Auf jeden Fall auch eine Kollektion, aus der man viel lernen konnte, wie wir die Kollektion aufbauen wollen und so. Und da wurde auch viel falsch gemacht. Haben aber auch viel daraus gelernt. Ja, dann kam halt Isolation. Da haben wir auch schon im August angefangen gehabt, wieder. Mit Ketten, mit extrem viel Input von Tim, ja. Erzähl mal, da geht extrem viel auf Tims Konto tatsächlich. Ja, das war auch sehr, sehr krass. War sehr, sehr nice. Keine Ahnung, Bro, das war halt einfach... Ich habe halt, also ich glaub, der Urgedanke war nur so, dass man die ganze Zeit zu allem Ja sagt und dass mir so ein bisschen wie so eine Kraft der Zerstörung gefehlt hat in allem und dass so alles sich so normalisiert hat und dass Leute, die irgendwie ein bisschen anders waren, so sofort Psychos waren, cringe waren und... Der ganze Film und dann war für mich so Eminem so große Inspiration, weil der genau in so einer Zeit gekommen ist und die ganze Welt gefickt hat und ich mich mit sowas krass identifizieren konnte und das war so für mich die Inspo für die Kollektion. Und also ja, nach dem Motto. Wir haben auch bis heute eine Kettensäge hier, deswegen. Baba. Ja, erzähl weiter. Ja, genau, wir haben Kettensägen, Masken da, alles. Ich fand dann die Fonts, dann war so ja ein bisschen dieses Ding, dass wir
vor allem in so Designsprache mäßig, also bei diesen Organic-Sachen waren, wo wir so keine Wörter hatten, was wir eigentlich meinen und so, aber alle so visuell auf einer Wave waren. Das fand ich sehr cool. Das fand ich echt sehr cool. Also diese Font, die wir gemacht haben, ich habe die immer Jizz-Font genannt. Organic Font, ja. Du nennst Organic Font, genau. Die ist sehr geil. Die fand ich immer krank. Ich würde ganz gerne, ehrlich gesagt, gerade so ein bisschen darüber reden, was wir jetzt planen. Ja, gerne. Ja, das ist so voll schwierig, das alles in so ein Ding zu packen. Genau, nee, weil, sorry, ich komme jetzt so vor, als würde ich mich wiederholen, weil ich im Unternehmen ja viel über die Sachen schon spreche. Und jetzt auf Kamera ist dann für mich so, und dann noch mit euch, weißt du, das ist ja für euch nichts Neues. Also ich glaube, man kann mal bei Isolation sagen so, dass die Prozesse, wie wer was macht und wie der man die Kollektion... Der Artwork-Prozess wurde doktoriert dort. Also wir haben aber auch der Rest so. Die Kollektion hat krass geflowt so. Ja. Die Leute wussten, was sie zu tun haben. Ich finde aber trotzdem, die Kollektion ist super rund geworden, richtig geil. Ich muss echt sagen, ich bin super, super zufrieden immer noch mit Isolation. Was ein bisschen blöd war, waren die Jacken, dass wir die nicht zur normalen Kollektion geschafft haben, sondern die danach bringen mussten. Das ging auch sehr, sehr unter und die Jahreszeit war auch leider nicht mehr optimal für Pufferjacken. Die sind übrigens auch online. Also wer jetzt hier eine Pufferjacke braucht, schlag zu. Nein, aber da hat Tim auf jeden Fall sehr, sehr geile Inputs gebracht, so auch was die ganze Story von der Kollektion angeht. Ich glaube, das haben die Leute auch gefeiert. War vor allem auch mutig. Ja. Also fand ich, hat man jetzt nicht so erwartet, dass es kommt. Ja, auch Bro, so das Shooting und so. Da kamen diese Kommentare, ey, ihr stigmatisiert psychisch kranke Leute und ihr macht, was haben die da geschrieben? Ja, okay, ja, aber das, also wenn... Bro, nein, das sind so einzelne Kommentare gewesen, die waren so dumm, das war so Entertainment für mich. Ja, ja. Das war so witzig, Alter. Nein, also sorry auch mal ganz kurz an dieser Stelle, ne? Also wir sind auch hier, also nur weil man irgendwie da Kunde ist, wir sind hier auch nicht auf Ding aus, auf Kuschelkuss mit jedem. Also sorry, es gibt auch einfach Leute, die schreiben dann halt idiotischen Scheiß. Ist mir das auch scheißegal, ob ihr da kaufen wollt oder nicht. Wenn du halt ein Fisch bist, Digga, dann keine Ahnung, geh das woanders machen. Also da bin ich jetzt vielleicht kein Vorzeigeinhaber mit Nico, aber ja, das ist schon ganz lustig. Also wenn Leute das manchmal nicht verstehen. Also ich meine, dasselbe ist ja jetzt bei CC. Wir wollen ja weggehen von diesem ganzen, ich sag mal, Drop-Game und wir wollen ja auch, guck mal, ganz ehrlich, dass wir jetzt auch hier sitzen und Mode, das vereint sich nicht. Digga, ich bin kein Mode, ich komme, ich gebe meinen Input und meine Arbeit ist die Arbeit mit den Menschen. Ich freue mich drauf, wenn ich da Leute habe, Stefan, Sven, Moritz, Henry, jetzt auch Pascal und jetzt Raffi auch und viele Leute, die ich nicht kenne, die ihr nicht kennt, die da dabei sind, die da dran arbeiten, die Sachen mit der Produktion und so, findest du ultra spannend, ey, du bist dort, du siehst, wie quasi, keine Ahnung, ein Prada Maschineneinstellungen macht in einer Fabrik und das weiterentwickelt, damit das immer krasser wird. Also für mich ist es so, einerseits den Input und Ideen zu geben, das Zweite ist, mit den Leuten zu arbeiten und quasi das Potenzial in den Leuten zu erkennen, auch wie die Leute hierher gekommen sind. Das seht ihr, ja, das ist was voll schade ist, dass ihr das nicht seht. Da kommen Leute hier in ein Bewerbungsgespräch und die sind noch unsicher, ja, also sorry, dass du sagst zum Beispiel Stefan, Bro, die ganze Welt hat nicht gesehen, was für ein Talent dieser Typ hat. Der war hier, hat seine Abschlussarbeit mitgegeben. Und es war dann so, der hat dann auch so ein zierliches Auftreten. Und dann denkt man so, ah, kann der was? Und ich sitze dann da drin. Erinnert ihr euch, ich bin zu jedem gegangen, ich sage, guckt euch das an. Ich habe Nico unten, bin ich in den Keller gekommen. Ich sage, guckt ihr das an, der Junge ist krank, guckt ihr an, wie krass es ist. Und der hat das, glaube ich, das erste Mal in seinem Leben gehört bekommen, wie krass das eigentlich ist, was er macht. Und hat hier wie so ein Zuhause gefunden. Aber das ist so ein Mensch, der hätte sonst, du warst da beim Werbungsgespräch auch sonst, da sind Leute, die suchen in dieser Industrie einen Job. Das ist, die finden keinen Job. Die arbeiten irgendwo in einem Lager, die putzen dort, dann arbeiten die als Kellner dort. So, also das ist die Realität. Und das so mal dagegen zu stellen und zu gucken, auch wie sich diese Leute dann weiterentwickeln und wie die dann auftreten, die dann kommen in so ein Meeting, eine Idee haben, die was zeigen, was für ein Auftreten die haben, das ist verrückt. Also was so in zwei Jahren auch menschlich für eine Entwicklung da sein kann. Was ich dann auch sehr geil finde, ist, wenn man sich mal überlegt, sollte ich vielleicht auch mal in meinem Vlog oder in meiner Story oder sowas zeigen. Wir haben unten mittlerweile noch einen neuen Raum. Dort kümmern die ganzen Jungs sich so um den Stuff von Ola Kala. Und da gibt es mittlerweile so die Möglichkeit für Stefan, er hat eine Idee für eine Klamotte, er will irgendwie was machen. Nimmt sich im Prinzip unseren Schneider, den wir jetzt auch neu eingestellt haben. Wir haben unten auch Maschinen und sowas, mit denen man... Raffi, verrückter Mann, heute Sonntag, der hat heute ein Hoodie fertig geschnitten, heute am Sonntag. Für einen neuen Stoff. Für eine neue Kollektion.
Ja. Jedenfalls ist es voll geil zu sehen, wie eine Idee entsteht im Kopf, zu sagen, ey, ich will das so und so umsetzen. Dann kann man sich noch mit einem Textiltechnologen über den Stoff unterhalten, wie das sich verhält, alles drum dran. Und dann wird das Teil im Prinzip geschneidert. Und dann hast du das unten ready als Prototyp und kannst darüber reden, dir angucken, okay, so und so wollen wir es machen. Es hat mittlerweile so Prozesse sind entstanden, die wir hier selber abbilden können mit Leuten, die bei uns arbeiten. Das ist auf jeden Fall das ist eine krasse Sache. Das ist halt so Atelier-Vibe, also so langsam. Bro, wir haben eine Idee, Stefan hat eine Idee, der zeichnet das. Also müssen wir auch mal das einblenden, wie viel das ist, Digga. Der teilweise macht der 100 Zeichnungen für eine Kollektion und dann kommt Nico und ich, ja, das machen wir nicht, das machen wir auch nicht. Das kriegen wir auch nicht hin. Dann kommt Vincent noch, das kriegen wir auch nicht hin. Und dann, nee, aber Spaß, also. Und dann musst du dir vorstellen, Digga, dann kommt jetzt, wir können diese Sachen hier machen, so, das ist einfach crazy. Aber was wollte ich kurz sagen? Ich wollte sagen, genau, wir haben ja auch übel viele Sachen, die wir nicht rausbringen konnten. Zum Beispiel bei Isolation hat Stefan ja auch geisteskranke Entwürfe, die wir nicht rausbringen konnten, weil du das halt ein, zwei Jahre vielleicht sogar entwickeln musst. Und das ist auch der Grund, wieso wir jetzt quasi während Isolation auch beschlossen haben, da muss ich auch sagen, ich hatte richtig Schiss, mit dir drüber zu reden, weil du halt die ganze Zeit, also du warst halt weg, warst halt mit Ron, hast einen anderen Film und so, und ich war ganz in meinem Kopf so, ey, ich hatte Angst, dass wir uns so diktieren lassen, dass wir so quasi so eine Instagram-Brand sein müssen. Wir müssen sold out gehen, wir müssen so sein, wir müssen so sein, so müssen wir sein. Da müssen wir uns hochnäsig geben, da müssen wir so Produktbilder machen, da müssen wir solche Shootings machen, müssen wir solche Themen haben, müssen wir Backprints haben. Das sind mir so, Bro, so, weißt du, so vorm Schlafen gehen zähle ich irgendwie Probleme und was ich alles muss. Und dann war ich so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Sold-Out-Shit. Ich will zum Beispiel, Steph, also wenn du so einen größeren Pool hast an Leuten, ist ja so wie früher mit Kim und so. Du hast so Leute, die dich beeinflussen und die sagen dir dann, ey, yo, guck mal, bei dir jetzt mit den Ringen oder so, oder mit Kette, oder mit Schmuck, oder mit allem so. Sieht halt komplett beschissen aus, ne? Mein Film ist es nicht, aber zu dir passt es schon irgendwo, finde ich. Und dann brauchst du deine Zeit, bis du dich daran gewöhnst. Und jetzt zum Beispiel hat Stefan diese Anatomiejacke. Das ist so eine Sache, das checken vielleicht Leute auch erst in 2 Jahren. Also guck dir das mal an, Triple S, wie lange gab es diesen Schuh? Also jetzt bin ich so ein riesen Fan von dem Schuh, aber also so bis so ein Trend wirklich so entsteht, bis du Geld daraus machst. Aber das ist gerade so eine Sache, ich glaube, die mal so auch als Zuschauer zu verstehen, zu sagen, ey, wir haben jetzt wir bringen jetzt eine Kollektion, die immer verfügbar sein wird mit guten, qualitativen, gut aussehenden Basic-Sachen, die uns nicht nur mehr Freiheit in der Kollektion, mehr Kopf in der Kollektion gibt, zu sagen, ey, wir müssen nicht mehr diese Standard-Basic-Sachen machen, sondern wir können uns komplett ausleben, sondern auch im finanziellen Sinne, um da mal auch so den Durchblick zu geben, dass man nicht ein halbes Jahr gefühlt auf einen Drop hinarbeitet, der muss an einem Abend das gesamte Geld fürs nächste halbe Jahr gefühlt abliefern, um die Mitarbeiter bezahlen zu können und so, sondern dass man einfach auch kontinuierlichen Cashflow in der Firma hat, um das mal als Zuschauer auch zu verstehen, zu sagen, ey, wir haben vielleicht durch CC, was wir jetzt rausbringen, die Möglichkeit, in den nächsten Kollektionen noch viel krassere Sachen zu machen, weil wir auch viel entspannter, kreativer an die Sache rangehen müssen, weil wir nicht darauf hoffen müssen, dass das nächste Teil jetzt unbedingt in 5 Minuten sold out geht, weil wir uns sonst den nächsten Mitarbeiter nicht leisten können. Das sind dann auch so Sachen, die versteht man, glaube ich, nicht so richtig, wenn man da nicht drin ist. Die checkt man gar nicht. Weißt du, was voll interessant ist, was wir gar nicht eigentlich thematisiert hatten? So dieses Alles-oder-nichts-Gefühl bei einem Drop. Ja. Also so, ihr müsst euch überlegen, also ab Panic, und es war die 4. Kollektion, 5. Ja. 5. Das ist die 5. Kollektion. Oder die 6., je nachdem, wie du Same Changes zählst. Haben wir jedes Mal jetzt zittern müssen, weil du weißt, eigentlich hängt alles davon ab, ob dieser Drop funktioniert. Und jetzt sagt ihr vielleicht von außen, ja, natürlich klappt es, ihr habt Reichweite und bla. Aber Bro, für Nico und mich, Digga, diese 2-3 Tage vor Drop, du hast Existenzängste. Also so wirklich, du bist so, was, wenn das nicht klappt? Also so, was dann? Was dann, wenn null ist? Also so gehe ich pennen, ich gehe vom Schlimmsten aus. Und jetzt halt zu kommen und zu sagen, lass uns das aufbrechen und auch Zeit haben für eine Entwicklung und sagen, ey, keine Ahnung, irgendeine andere Person hat eine Idee und sagt, ey, keine Ahnung, Nico, du würdest jetzt dieses Hemd zwar nicht tragen, Stand heute, aber das ist wirklich eine geile Sache, lass uns das auch probieren. Und dann früher hätten wir gesagt, so, ja, aber geht es sold out, trägt Nico das, trage ich das, können wir uns das vorstellen, können wir das euch näher bringen, dann ist man so verkrampft, weil man irgendwie so viele Leute hat, die dran arbeiten und alle geben sich so als die Designer aus und wir wollen das nicht machen. Wie kriegen wir eine authentische Art und Weise hin,
über die Sache zu reden, dass man so die Faszination hinkriegt, aber auch nicht so tut, als wäre man jetzt der, der alles, alles macht. Also wir geben da schon ein Lied vor und sagen, ey, so wie bei Isolation jetzt als Beispiel, das ist das Thema und das ist das, was wir ausdrücken möchten mit dem Ding, aber das ist halt ein Teamprojekt. Also so, wir sind halt ein Team und da hat halt jeder seinen Beitrag. Aber dann halt zu kommen und zu sagen, so ey, keine Ahnung, wie bei dem Hemd, Alter, bei Isolation, jetzt stell dir vor, du sagst, ja, nee, wir bringen das jetzt nicht oder wir bringen die Jacke nicht oder wir bringen die Kette nicht, zum Beispiel die Kette. Da war auch so ein Ding am Anfang, waren wir so, ah, Kette, Schmuck, weiß ich nicht. Oder die Frauensachen. Das war bei Industries, ja. Genau, bei Industries als Beispiel. Aber die Sachen sind barbar angekommen. So. Und dieses Ausprobieren. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, der Schritt, den wir jetzt gehen, auch zu sagen, wir wollen so ein bisschen auf dieses Sold-Out-Ding scheißen. Also ich meine, das hört sich immer so an, als würden wir nie wieder Sold-Out gehen. Natürlich können wir noch Sold-Out gehen mit einzelnen Teilen. Aber so dieses, wir droppen und eine Stunde später sind die Teile nicht mehr verfügbar. Wir haben da nicht mehr so Bock drauf. Das ist ein Schritt in eine Richtung. Weiß ich nicht, ob der gut ankommen wird. Weiß ich nicht, ob der funktionieren wird. Das ist auch ein Risiko, dass wir gehen. Aber wir haben auf jeden Fall Bock, in Zukunft uns darauf zu konzentrieren, geile Sachen zu machen, Klamotten rauszubringen in den Kollektionen, die wir releasen, die einfach auch modischen Anspruch haben. Gleichzeitig wollen wir aber auch qualitative, geile Basic-Sachen rausbringen, weil man will irgendwie alles zum Tragen. Und ich glaube. Ja, aber ganz ehrlich, das tragen wir auch. Also kurz zu diesem, weil du das so rechtfertigend sagst. Ich weiß, du meinst es nicht so, weil du bist so ein überkorrekter Mensch. Aber zum Beispiel jetzt mit diesen Schwarzen, also bei CC jetzt, ist es ja, also ist ja genau das der gedankliche Prozess bei CC war ja jetzt, lass mal mit allem scheißen, lass mal aufräumen mit allem. Weil wir hatten ja alle auch diese Phase, wo wir alle sagen, ey, wir müssen eigentlich unseren Kleiderschrank ausmisten. Also jetzt, jeder von uns checkt gerade so, der Kleiderschrank ist so voll mit Shit. Hast du da 17 Backprint-Shirts, alle brauchen nicht das 18. rausbringen, sondern halt etwas, kauf halt weniger, aber dafür kauf bedachter und dann bringst du halt etwas raus, so wie zum Beispiel den Pulli oder die Sachen, die wir bei CC gemacht haben, die kaufst du, du bist, erstmal ist es das Geld definitiv wert und du kannst es da drin hängen lassen, ob du das heute trägst, morgen trägst, in einem Jahr trägst oder zwei, das wird sich nicht aus der Zeit, also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt muss man auch mit sich selbst ins Gericht gehen, also so krass Panik jetzt auch war für das ganze Ding da, aber zum Beispiel den Backprint in Weiß, das ist nichts, was du immer tragen kannst oder tragen willst auch. Mhm. Aber also wie zum Beispiel wir alle, wie oft laufen wir komplett schwarz rum? Ja. Also ich 80-90% der Zeit, Mann. Safe. Ja, unterm Strich, das war die Geschichte zu dem, wie wir hier hingekommen sind und wie wir heute sitzen. In ein, zwei Jahren können wir bestimmt noch mal die Story erweitern. Ich glaube, wir müssen das kleiner erzählen, wenn Sachen passieren, weil dann erklären wir die besser. Weil du musst dir überlegen, da sind so viele Sachen passiert, über die wir jetzt wegen zwei Sachen nicht reden wollen. Einerseits, weil wir die nicht im Kopf haben, zweitens, weil wir so Politik machen müssen. Weil wir so, kannst jetzt nicht Namen von dem sagen, Namen von der, kannst nicht das jetzt ganz genau erzählen, wie es war. Aber wenn es so frischer ist, dann können wir das schon machen, weil wir dann mehr drauf scheißen. Also nur mal um die Verständnisheit halber. Sorry, ich dachte gerade, er sagt Verständnisheit, weil er glaubt, Verständlichkeit. Egal, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Es wird auf jeden Fall weiterhin noch Drops von uns geben, wo auch ausgefallene Kollektionen kommen werden. Mit verrückten Sachen. Also die nächste wird aus Baba, dem Hause ja. Unserer Designer. Ja. Und dann wird es sozusagen getrennt davon die CC-Kollektion geben, die auch natürlich regelmäßig erweitert wird mit etwas Sachen, die etwas mehr basic sind, wie zum Beispiel der Kollektion hier. 27.03. ab dem Zeitpunkt ist sie verfügbar. Die CC-Kollektion wird auch gerestockt, das heißt, dort werdet ihr die Sachen immer wieder kaufen können. Macht euch keinen Stress, geht gerne in den Shop, wann ihr wollt. Ab dem 27.03. 19 Uhr sind wir da verfügbar. Mhm. Und ja, Mann. Und auch, also vielleicht auch für euch so kurz, hat jetzt, das ist jetzt die 13. Kollektion, hat 12 Kollektionen gedauert, jetzt fast 4 Jahre Erfahrung, bis man an dem Punkt angelangt ist, wo wir jetzt gesagt haben, wir haben einen Stoff gesourced, mit dem wir glücklich sind. Also jetzt bei dem Half-Zip, nicht Half-Zip, sondern bei der Zip-Jacke, das ist ein Fleece. Hier ist es portugiesisches Baumwollgemisch mit Polyester. Damit portugiesische Baumwolle aus China. Und da, also will ich nur sagen, auch mal so, da ist ja wieder das unser Ziel bei Ola Kala ist es, auch zu gucken, dass wir einfach nicht unnötig die Preise aufblasen. Ja, das ist so eine Sache in der Mode, dass mal die Sachen auch teurer werden können. Auch wir, wenn wir eine Jacke machen oder ein komplizierteres Teil, kann es sicherlich vorkommen, dass das teurer wird. Aber jetzt bei der CC-Kollektion geht es wirklich darum, maximale Qualität zu haben für einen sehr fairen Preis. Und da kann ich euch wirklich sagen, das ist definitiv der Fall. Also kauft euch die Sachen und überzeugt euch selbst davon. Also ihr braucht euch keinen Stress mehr machen mit dem Drop. Wenn ihr so unzufrieden seid, könnt ihr es gerne zurückschicken.
Genau, also überzeugt euch wirklich selber und ihr, also die Verarbeitungsqualität ist dieselbe wie von einer Top-Luxusmarke. Wirklich, also 300, 400, 500 Euro für einen Hoodie und es ist auch, auch der Stoff wird dort bezogen. Und das ja, in einem schlichten Teil kann ich, also ja, ich will jetzt hier nicht so einen auf Verkäufer machen, ich finde es nur schade, weil es ist so eine Sache, wenn jetzt ein, also wenn ihr jetzt hier wärt und das anfassen könntet, das sehen könntet, die Hosen, die Jacke, die Teile, die Shirts und so, dann glaube ich, würdet ihr das. Deswegen kauft euch einfach und überzeugt euch selber. Morgen kommt bei Nico das Kollektionsvideo online zu CC. Da könnt ihr euch da die Infos knackig reinziehen. Da werdet ihr auch nicht um eure Zeit betrogen, so wie hier. Und die ganzen Infos sind auf der Website. Ey, sorry, ich bin richtig Banane. In diesem Sinne, danke für eure Zeit, Freunde. Danke für eure Zeit. Zu wie viele Zuschauer spreche ich gerade? Zu 7? Lasst einen Daumen nach oben da. Haut da rein. Ciao, ciao.